Also, so, setz mich einfach mal daneben. Ich will einfach nur die Kameramänner ein bisschen. Du willst mich doch nur ärgern. So. Ich würde sagen, jetzt erzähl mir, pass auf, ich mag so gern neben dir. Erinnerst du dich noch an unsere alten Zeiten? Das klingt jetzt in dem Kontext ein bisschen komisch. Lass uns mal anfangen. Heute hier auf Giga 1, Burgerbash, Jan gegen Marc und wir haben uns bei den Eddie wiedergeholt, nach langer, langer Zeit. Ja, ich habe von diesem großartigen Spektakel natürlich gehört, die Welt redet davon zurzeit, ja, und ich habe gedacht, scheiß auf Klitschko-Kämpfe und ja, weiß ich nicht, was es da alles gibt, denn heute findet der Burgerbash statt, Jan gegen Marc, das ist so ein bisschen Not gegen Elend im Warcraft. Ja. Ein bisschen schon und deswegen haben wir gedacht, dann brauchen wir Fachkompetenz, haben wir dich geholt. Ja. Und ich glaube, es wird sehr spannend, das erste Match heute Ork gegen Undead und Jan als Undead unterwegs, Marc als Ork. Und die beiden haben sich natürlich intensivst vorbereitet. Ja. Ich habe nämlich schon gehört, also von Geschichten, morgens früh aufgestanden, bisschen gejoggt und ja. Das klingt nach einem üblichen Tag vom Jan. Ja, definitiv. Ja. Und die beiden Tage. Gerade der Joggen-Part. Ja, wir haben ja beide Tage auch so ein bisschen auseinandergenommen, haben uns mal angeschaut, wie das so abgelaufen ist. Oh. Und ich muss sagen, es ist sehr spannend mitzukriegen, wie die beiden so leben, für was sie leben. Und ich glaube, der Burgerbash ist ein wirklich wichtiger Teil ihres Lebens. Also die haben sich extra für dieses Event natürlich vorbereitet, ja, und, glaube ich, das Ganze filmisch festgehalten. Definitiv. Und dazu haben wir uns einen kleinen Trailer überlegt. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich definitiv. Dann werden wir jetzt gleich einfach mal reinschauen. Der müsste jetzt auch parat sein. Deswegen schauen wir uns den mal an, denn Marc und Jan sind wirklich fit wie ein Turnschuh. Deswegen schauen wir rein. Der Unterschied zwischen Jan und mir, ich denke, ich bin A, einfach der Aktivere, der vielleicht Hippeligere. Ich bin auch höchstwahrscheinlich derjenige, der einfach ein bisschen schneller ist. Aber das ist ja, glaube ich, jede Schnecke. Halt die Nummer. Ich meine, trainieren muss man ja für eine Herausforderung. Und das ist ja keine Herausforderung. Ich meine, es ist Marc. Ich glaube nicht, dass Marc schon mal für irgendjemanden eine Herausforderung war. Skilltechnisch, ja, das weiß jeder Zuschauer von eSports im Lied und Wicked Wednesday, der weiß einfach, dass ich ihm überlegen bin. Immer wenn ein neuer Patch rauskommt, rufen mich die Typen von Blizzard an und sagen: Jan, du bist so eins mit dem Spiel, du bist der Einzige, der uns weiterhelfen kann. Wir wissen, du hast lange nicht mehr gespielt, aber bitte gib uns einen Ratschlag, was können wir verbessern? Und ich gebe natürlich immer bereit, für dich auskommen. Die Einheiten sind meine Freunde. Oh!
Es ist der Höhepunkt sicherlich meiner Karriere und deswegen auch von Jans Karriere, die ja relativ kurz und unbedeutend ist, deswegen unglaublich wichtig für uns beide. Schade natürlich, dass wir danach abtreten müssen, dass ich danach meinen Ruhm eigentlich nicht weiter genießen kann, insbesondere am Donnerstag und am Mittwoch, dafür gibt es ja weiterhin den Sonntag, aber ich bin mir sicher, dass das ist ein, es ist mindestens ein Wikipedia-Eintrag wert. Kloppt in einer Tour 250 Mal pro Minute auf den Tasten, ist nur am Klicken und am Klicken. Aber wie viel hat Sinn davon, muss man sich natürlich fragen. Schönen Feierabend. Moin. Jan hatte auch verdammt viel Glück. Genagt hat das natürlich sicherlich schon an mir, aber da stehe ich drüber, weil das ist jetzt sozusagen der finale Kampf. Ja? Das waren halt einige Schlachten sozusagen, aber der Krieg, ja, den habe ich halt nicht verloren und deswegen mache ich ihn heute platt. Unglaublich, aber war eben noch, haben wir hier sie trainieren sehen. Ja. Und jetzt dürfen wir die zwei Kontrahenten natürlich bei uns live im Studio begrüßen. Hier sind Jan und Marc, meine Damen und Herren. Oh mein Gott. Unglaublich. Ich würde sagen, herzlichen Applaus. Danke. Ja, das danke. Ganze Studio. Also, ich muss ja sagen, nach dem Training seid ihr beiden wohl doch ziemlich gut drauf, oder? Ja, Jan war ja so, sag ich mal, das typische E-Sports-Training. Ja, also es war aber dafür intensiv. Ja, sehr. auch für uns Zuschauer. Ja, ich bin ja jetzt, sag ich mal, relativ neu hier. Könnt ihr mir mal kurz erzählen, so auch vielleicht für Leute, die gerade einschalten, weil sich das natürlich rumspricht derzeit weltweit. Und, Leinwände haben sie aufgebaut. Nur ein bisschen so in die Historie vom Burger Clash. Also, Anfang müsste das so haben vor anderthalb Jahren. Ja, ein bisschen länger wahrscheinlich, vielleicht sogar zwei Jahren. Da haben wir damals immer so Wetten gemacht. Also ich hatte immer recht. Und ich habe dann immer gesagt, ja, Marc, wenn du wirklich meinst, du hast auch nur irgendeine Ahnung, dann wetten wir jetzt hier um, sagen wir mal, zwei Big Macs oder zwei sowas in der Richtung. Und er hat halt immer eigentlich... Das war deine Idee mit den Big Macs. Das glaube ich auch. Er hat immer verloren. Ich habe immer gewonnen, so ein Schwachsinn. Daraus halt, immer habe ich gewonnen. Also man wird es sehen, heute wird es ausgetragen. Unglaublich. Also, auf jeden Fall am Ende war es dann so, dass ich gesagt habe, ja, pass auf, du Klugscheißer, wir machen jetzt hier das große Duell und da wird sich dann zeigen, wer von uns mehr Ahnung hat und mehr Fingerfertigkeiten. Da geht es dann halt darum, der Verlierer zahlt einen Monat lang das Mittagessen. Und das haben wir dann so durchgezogen und ja, wen wundert's, ich habe jedes Mal gewonnen. Sieht man aber nicht. Ja gut, wenn man so oft ins Fitnessstudio geht wie ich, dann trainiert man sich natürlich eine gewisse Muskelmasse an. Man kann die Muskeln nicht verstecken. Ja, ich kenne das Problem. Deswegen seid ihr beiden heute hier und du bist ja eher der sportliche Typ, glaube ich. Ja, natürlich bin ich. Ich habe ja schon gesagt, auch im Interview, ich glaube, das wurde rausgeschnitten, weil das einer dieser vernichtenden Zitate von mir war, glaube ich, die Jan einfach nur am Boden zerstört hätten. Ich habe ja gesagt, ich bin physisch einfach, genauso wie psychisch, aber viel besser als er. Deswegen wird das heute einfach mal die Kür werden. Ja? Dafür sehe ich besser aus. Ne? Das bezweifle ich nach den zwei Monaten, die ich dir immer ausgegeben habe, aber das werden sicherlich auch andere Zuschauer so sehen. So eine Taktik, jahrelang so hat er gedacht, ich fütter den Jan richtig gut bis zum großen Finale, bis er nicht mehr richtig bewegen kann. Ja, genau, wie bei Hänsel und Gretel. Moment. Sollen sie auch eigentlich gefüttert werden, aber ich verstehe das nicht. Naja, wir verstehen schon, Du verstehst gar nicht. Ja, Warcraft heute Best of Five, so wie ich das verstanden habe. Best of Five. Best of Five.
Das heißt, einige schöne Matches. Und, definitiv. Als erster aber ich gehe von drei Maps aus. Ja, lohnt sich überhaupt. Wie sieht's aus nach dem 3-0? Werden wir dich denn überhaupt noch mal sehen? Oder wie? Was soll das denn heißen? Nach dem 3-0, wenn ich gewonnen habe, sollte sich Jan eher aufhängen. Aber dabei werde ich mir auch helfen. Ja? Ja. Das ist nicht. Ja? Oh, hier werden hier fliegen schon ordentlich die Fetzen. Ja. Wir müssen noch wir müssen insgesamt alle Maps auslosen. Aber wir können ja schon mal die erste Map auslosen. Und wir haben heute die Ehre. Also ich hätte keinen Bock auf LT als erste Map. LT, wanna, LT. Aber wir machen, wenn LT, dann muss ich aber nicht Undead nehmen. Ne? Klar. Junge, doch. Wie soll ich das denn? Das kann ich nicht machen. Also ich würde sagen, bevor ich wieder rumstreite, also es steht ja fest, du Ork, er Undead. Zumindest auf der ersten Map. Und erste Map zieht der Eddie, deswegen wenn sag du mal, LT greif ziehst, mal rein. Eddie macht keinen Mist, ne? Dann zieh ich dir einen überall. Was wäre denn, was hättest du denn gern? Twisted wäre okay, Knollwood wäre okay, Echo, Hauptsache kein LT, auf allen anderen mache ich einen platt. Auf LT bin ich halt chancenlos. Ich bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ist auf jeder Map chancenlos. Auch sieht nach was Großem aus. Du sagst, Tyrena Scent. Ja, damit kann ich einigermaßen arbeiten. Tyrena Scent. Ist das eine neue Map? Die habe ich noch gar nicht gespielt. Ah, jetzt kommen wir dir ausreden. Gerade haben wir noch gehört, wie du in der Leather gespielt hast. Oh, Level 33 auch nicht gebasht. Also, erste Map, Tyrena. Und ich würde sagen, dann geht ihr schon mal an eure Rechner, oder? Richtig. Ja, macht euch schon mal. Ich würde sagen, wir machen eine kleine, ganz kleine Unterbrechung, sehen uns dann gleich wieder, wenn die beiden dann auch schon an den Rechnern sitzen und richtig fit sind. Deswegen bis gleich. Willkommen zurück.
Burger Bash ist das, Burger was ansteht. Und apropos Burger Bash, ist sehr lustig, weil ich war eben noch kurz beim Jan im Büro und wollte mal gucken, wollte eigentlich recherchieren, gucken, wie er sich vorbereitet hat. Und du hast mir was mitgebracht. Ne, da habe ich was gefunden. Und zwar, ich weiß, wahrscheinlich war es ein Frühstück. Oder, keine Ahnung. Ja. Ey. Das sind echte Burger. Ich weiß ja, Jan sieht aber auch ein bisschen blass aus. Er hat heute nicht seine Portion gekriegt von 30 Burgern. Nicht, dass er sauer wird. Man darf ihn ja eigentlich nicht spielen lassen, wenn er nicht mindestens... Was machst du da? Muss man essen? Nein, man kann doch kein Cheesy mit Gurken essen. Da hast du aber recht. Aber es soll Gurken ja gehören nicht auf einen Cheeseburger. Bevor wir anfangen, ja, habe ich noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar eine kleine Präsentation vom Burger Bash. Wir schauen mal kurz drauf. Sehr schönes Logo. Da sehen wir nochmal die beiden Kontrahenten, Marc und Jan. Ich habe es eben schon gesagt, ne? Es ist so ein bisschen wie Angela Merkel gegen Mr. Miyagi. Ja. Und das sind die Maps, die heute im Pool stehen. Eine haben wir schon gezogen, und zwar war das hier diese komische Terrana Stand. Relativ neue Map, noch, glaube ich, nicht so viel gespielt. Ja, gibt es noch nicht so lange. Und ja, deswegen bin ich sehr gespannt. Beide haben da gute Voraussetzungen. Hier noch ein paar Daten zum Jan. Man könnte sagen, das ist ein Zitat von ihm, möge der Bessere gewinnen, aber wir wissen ja alle schon, wer der Bessere ist. Gut. Das hat er ja gerade auch schon mal unter Beweis gestellt. Ich würde sagen, so auf der Disc-Skala gibt es für den Spruch eine 3 ja. von 100. Was sagt der Mann? Der Mann. Ich bin mir sicher, es wird wieder ein absoluter Straßenfeger, vergleichbar mit der WM 1954, Muhammad Ali vs. Joe Frazier und so weiter und so fort. Ja, das ist auf jeden Fall... Definitiv. Also man muss sagen, die beiden... Ja, das sind wirklich zwei Persönlichkeiten. Sie versprechen sehr viel und deshalb würde ich sagen, fangen wir direkt an. Das Match hat soeben begonnen. Ja, ich esse eben meinen Burger noch zu Ende. Anwalt versus Ork auf Tyrion Stand. Und kurz vorher gucken wir uns noch mal den Jan an. Ja, gucken wir denn wir haben natürlich auch wieder Player-Sheets. Und da haben wir den Jan, kann man uns mal ganz kurz anschauen. Er sitzt da eigentlich relativ locker. Ist so relaxed, das ist richtig krass. Denn man muss ja sagen, heute der Jan kam immer ab und zu mal so ins Büro ganz locker. Und dachte nur so, okay, der ist ja gar nicht nervös. Er ist ja eben erst eingetroffen, haben wir ja gesehen. Ja, und der war ja gar nicht nervös, also 1957. Ja, in Köln scheint die Sonne ein bisschen länger. Für alle, die sich fragen, was war das? War es ein Filmfehler? Nein, es ist einfach so. Wir haben hier direkt aufs Gigastudio scheint sowieso immer die Sonne. Ja, haben wir eingekauft. Auf der anderen Seite haben wir dann noch den Marc. Und der wiederum schien heute sehr nervös zu sein. Denn der kam mir 5-6 Mal rein und meinte, Dennis, sag mal, Strategie, was soll ich machen? Bitte, bitte hilf mir. Ja. Und ich glaube, der wird... Zu mir kam auch, hat mich das Gleiche gefragt. Ja, ja, definitiv. Ja, und ich glaube, der scheint heute ein bisschen nervöser zu sein. Ich glaube, es könnte ihm zum Verhängnis werden. Ja, deswegen, er hat natürlich einen Ruf zu verlieren. Ja. Er war ja früher bei SK der Warcraft-Manager. Mhm. Das heißt, er hängt ja noch ein bisschen mehr mit dran, außer einer einfachen Niederlage, sondern auch der ganze Ruf eines der weltgrößten Clans. Wo ist denn meine Gurke? Sag mal, warum haben wir eigentlich keinen Sound? Kommt noch. Oh, da ist die Gurke. Ja, der Sound kommt jetzt. Deswegen würde ich sagen, gehen wir ins erste Spiel. Tyrana Stand, Marc gegen Jan. Der Burger Clash, der Burger Bash natürlich, startet soeben. Und als erstes sehen wir unten rechts The Könner als Ork unterwegs und baut den Blade Master. Ist es eigentlich nicht unfair, dass der Jan das sieht? Kann er das sehen von da? Ich glaube, er ist so unfair, er wird es einfach sehen und ausnutzen. Aber nee, ich glaube nicht. Du stehst davor. Du hast ja ziemlich breite Schultern. Ja, ein ziemlich breites Kreuz, ja. Ja. Und von daher, denke ich, wird er nichts sehen. Bisschen Sound wäre noch super. Wir sehen jetzt hier den ersten Grunt in Bild von Marc. Auf der anderen Seite sehen wir hier Jan als Undead. Hat die erste Crypt Fiend fertiggestellt. Hier der DK auch schon im Bild. Und das zweite Sigurd natürlich auch nennt mit dabei. Magic Johnson und die Farben gelb, also die Lakers sozusagen hier. Ist natürlich sehr gewagt. Ja, also ich glaube, der weiß, was er will. Und ich glaube, er hat ein festes Ziel, was er heute auch durchbringen möchte. Also bei mir ist es natürlich jetzt schwer, objektiv zu bleiben. Ich bin ja selber Undead-Spieler. Mhm. Und deshalb habe ich natürlich so ein paar Sympathien für diese Rasse. Es ist aber auch die einzige Rasse, die ich kenne. Das heißt, ich kann... Wollte gerade sagen, die du kannst. Da wäre ich aber an die Decke gegangen. Du hast mich nicht aussprechen lassen. Die ich kenne und sehr gut beherrsche. Ich erinnere mich an die alten Tun-Tu-Zeiten. Wir haben ja gesagt, wenn die beiden es noch schaffen, also wenn es wirklich kurz wird heute und vielleicht ein 3-0, dann zocken wir noch Tour und Tour gegen die, oder? Wir zwei gegen die. Definitiv. Wir haben ja gerade schon überlegt, ob wir ein Best of Three spielen. Und ich muss dazu sagen, also wenn sie ein Best of Three spielen, haben wir wahrscheinlich nochmal Zeit für eine Map. Dann machen wir die beiden nochmal lang. Dann können sie nämlich gar keine Ausreden mehr hier von wegen, ja, der lügt doch, dann kriegen sie von uns auf den Sack. Aber erstmal zurück zum Spiel. Ja, also ich sehe schon, der Jan hier mit zwei Fiends am Start. Also ja, also er hat eine feste Strategie, muss man dazu sagen. Und spielt also schon ein bisschen anders, als man das auch von Undead gewohnt ist. Geht hier nicht auf Ghouls oder so, sondern direkt auf Fiends. Ja.
was man ja im One-on-One nicht so häufig sieht. Ja, mittlerweile geht es, aber du hast schon recht. Früher war natürlich die Ghule wirklich das Markenzeichen und das sah man bei Undead immer. Blademaster Level 2 jetzt kommt rüber zu den Crypt Fiends und da steht Jan ein bisschen lange rum. DK hier noch in der Base. Ist noch Tier 1, hat noch kein Tech angefangen, fehlt noch ein bisschen Gold und Holz. Ja, hier der Blademaster, holst das und Item. Jetzt hier drei Fiends, da sehe ich schon. Will schon kommen hier. Will jetzt hier natürlich ein bisschen die Akkus harassen, glaube ich, oder? Ne, traut er sich nicht. Geht direkt weg. Und ne? Ja, wie wir sehen, ja, der nächste Creep. Und der Marc macht das bisher ganz gut. Also ich habe mir gesagt, Marc bleibt einfach ganz gut. Was macht er denn? Er macht doch noch gar nichts. Er rennt einfach durch die Map. Okay, er creept aber gleichzeitig dabei. Also er macht wenigstens einmal was Sinnvolles. Und das hier, ja gut, das ist, dauert jetzt hier ein bisschen lange, was er da macht. Aber ich glaube, da kommt er auch noch irgendwann zu seinem Ziel. Jetzt sehen wir nämlich hier Jan, creept weiter, möchte natürlich das Level 2 erreichen. Ganz wichtig, um die rasende Dings da. Soll ich dir was sagen? Ganz bitter. Hat hier Lightning Shield abbekommen. Und irgendwie hat er das die Einheit mit dem Lightning Shield gekickt. Und da kriegt er keine Experience für. Deswegen jetzt nicht Level 2 erreicht. Sonst hätte er mich durch. Was ist denn hier passiert? Ah, okay. Ich dachte schon. Ja, ich dachte auch schon. Was ist denn da los? Ja, das wollten wir euch eigentlich nicht antun, Jan und Marc zeigen. Alles okay. Aber Marc, wir sehen schon hier weiter am Creepen. Und er macht's ganz gut, muss man sagen. Also er ist schon auf dem Weg zu Level 3, Jan immer noch auf Level 1. Dann sehen wir hier nächste Creep. Und dann müsste er einfach mal den Windwalk nutzen. Da kriegt er aber ordentlich eine. Und jetzt hat er hier den, wie heißt es, ne? Wenn ja, er ihn das anti-unsichtbar macht. Ja, das gerade benutzt, hier das Pulver und ist hier eine Keule auf den. Crypt Fiend, ja, der Blade Master muss aufpassen, aber eine Keule, ein Focus Fire und der ist weg. Ja, da muss er. Das wird knapp, aber wir sehen hier, Mark creept auch schon weiter, also er macht aber das wirklich konstant. Er spielt auch sehr riskant, also der Blade Master hier kurz vorm Tod. Ah, jetzt hier den nächsten Windwalk, jetzt kann er sich mal wieder trauen. Aber Jan ist da, also wenn der hier einmal noch so ein Dust benutzt, dann könnte es ganz schnell zu Ende sein mit dem Blade Master. Was macht er? Was genau macht der Blade Master? Der klaut jetzt hier gerade den Creep, hat wenigstens ein bisschen Experience geholt. Das jetzt hier nochmal genutzt, aber kam nicht mehr ganz ran. So, hier unten die vier Grunts mittlerweile stehen ein bisschen lang rum. Jetzt der Blade Master hier mit dem Staff of Teleportation, port sich runter zu den Grunts. Hat natürlich jetzt gerade keine Heilung dabei, holt das Item. Und er muss natürlich Level 3 erreichen. Wir sehen hier in der Base Berserker Upgrade. Und zusätzlich den TC, Tauren Chieftain im Bild. Hier ist Beastry. Also bisher muss ich sagen, Mark macht ein souveränes Spiel, keine großen Fehler. Aber jetzt auch nichts Weltbewegendes. Auf der anderen Seite Jan. Ja, hat auch schon ziemlich gut gecreept, in der ähnlichen Verfassung wie der Blade Master, beziehungsweise was die Experience angeht. Hitpoints muss ich noch ein bisschen was aufladen. Aber jetzt Jan hier auf dem Weg auf Level 3. Und bisher. Also wenn du Fragen hast, Dennis, wegen Verständnis oder so, ne, dann schieß los, dafür bin ich da. Ja, klar, also ich habe mich schon gefragt, warum macht er jetzt hier, wieso greift er nicht an? Ich dachte, Jan ist so aggressiv. Nee, er macht das schon richtig. Er hat hier eine Tech-3-Strategie, die er da anstrebt. Mhm. Mit Abos und Destroyern. Mhm. Und da krass, will er, kennst du, ne? Ja, da will er ja natürlich hin. Und deshalb wird er jetzt erstmal nicht den Kontakt suchen. Ist vielleicht gar nicht schlecht, weil die Grunts natürlich am Anfang auch sehr stark sind. Ja. Aber im Mid- bzw. Late-Game wird dann die Undead-Strategie sich sozusagen bezahlt machen. Tatsächlich hast du auch noch recht. Ja. Denn Tier 3 Undead ist wirklich sehr gut. Komfort. Ja. Ist gar nicht so selten, aber ich glaube, was Warcraft 3 Undead gegen Ork angeht. Ja, da habe ich meine Erfahrung gemacht. So, da wurde ich schon das ein oder andere Mal getowert. Das passiert natürlich den besten Spielern. Also da muss man nicht. Ich habe auch gehört, du bist so ein Typ. Du rufst nachts Leute an, wenn die in der Disco sind, so mitten in der Nacht. Ob sie Lust haben, 3 und 3 oder so zu spielen. Komm, kann das sein? Ja, das passiert schon mal. Wenn der Spieler noch fehlt, dann wird er gerufen, dann soll er doch nicht mitspielen. Ich habe gehört, dass du ein Typ bist, der nachts um 3 in der Disco angerufen wird, gefragt wird, ob er noch Warcraft spielt. Dann sag ich, ja, ich bin gleich zu Hause. Ich war ja tatsächlich zu Hause dann später. Ruf um 4:30 zurück. So, was ist jetzt, Jungs? Zocken wir noch? Ja, ich war da und du wolltest nicht mehr. Was soll das? Ich meine, ich bin extra nach Hause gejumpt. Mein Fehler, um 4:30 am Dienstagabend. Morgen. Nein. Aber zurück zum Spiel 36 gegen 37 zu 2. Da ist er, der Tauren Chieftain. Ja. Schon auf Level 2, also Second Hero. Wir sind beim Death Knight, also beim Undead, beziehungsweise immer noch nur einen Hero. Wo bleibt der Lich King? Ja, der kommt danach. Da ist er. Kommt spät und da sehen wir jetzt wahrscheinlich schon hier ja die ersten Statues im Bau und auch schon der nächste Tech. Genauso wie ich gesagt habe, die Tier 3 Strategie der Undeads ist natürlich berüchtigt. Ja. Wenn wir gleich ein paar Destroyer sehen.
Ich glaube, dann wird es für den Mark wieder richtig bitter. Er muss jetzt eigentlich expandieren. Wir sehen den Arbeiter hier. Gecreept hat er hier, glaube ich, schon, ja. Jetzt fehlt ihm nur ein bisschen am Holz. Oder er hat schon einen Auftrag gegeben. Er hat ja schon einen Auftrag gegeben. Das ist natürlich das richtige Timing. Das habe ich ihm selber empfohlen. Man soll, wenn er Ork spielt, einfach Tier 2 expandieren und richtig viele Einheiten pumpen, ein paar Kodos. Und dann Batrider natürlich gegen Destroyer, die explodieren einfach in den Flugeinheiten rein. Ja, ich glaube, wenn Marx ja nicht ganz blöd anstellt, hat er durchaus. Wird aber schwer, weil er hat hier natürlich viele Fiends, hat wahrscheinlich das Web-Upgrade, da werden natürlich die ein oder anderen Batrider auch drunter leiden. Das ist das Problem. Noch hat er nicht Tier 3, also jetzt hier natürlich die perfekte Möglichkeit für Mark hier gut zu exen. Ja, also der muss jetzt seinen Vorteil rausspielen. Spätestens auf Tier 3 hat er nämlich wieder den Tech-Nachteil und dann kommen die richtig krassen Einheiten vom Undead hier von Jan. Und der hier weiter am Creepen, Lich, mittlerweile, ja, na ja gut, immer noch weit Anfang Level 1, DK hier Level 3,5. Hier muss er auf die Griffin aufpassen und man sieht, ganz ehrlich, beide haben trainiert, definitiv. Beide sind auf jeden Fall vorbereitet. Ja, machen kaum Fehler. Also ich denke, die sind wirklich in der Form ihres Lebens. Wirklich in der Form ihres Lebens. Da kommt hier der Creepjack. Das ist schon sehr traurig eigentlich. Oh, da portet Jan sich direkt raus. Der Lich kommt nochmal weg. 43 gegen 45 Supply. Quasi off-guard erwischt. Ja, das ist natürlich sehr gut gewesen jetzt hier von Mark. Und er hat wirklich ein gutes Timing. Also bisher wirklich Respekt an Mark. Denn Jan hat ja wirklich, also er hat ja wirklich eine Kampfansage gemacht. Die war ja vom Feinsten. Hieß gerade auch mit dem Gepäck. Und jetzt geht er wahrscheinlich weiter creepen. Sehen wir hier. Expansion braucht natürlich auch recht lang. Und ich muss sagen, wir beiden haben gut reingehauen. Also von 15 bis 20 Bürgern sind nur noch 6 da oder 7. Wir und die gesamte Technik. Aber wir können mal in der Regie sagen, wenn ihr noch ein paar Gurken wollt, wir haben noch ein paar da. Ja. Schmecken ganz gut. Ja, aber die Teile bleiben überall kleben übrigens. Das ist, ja. Hab ich gehört. Ja. Also, hier TC fast schon Level 3. Auf der anderen Seite sehen wir hier mit dem Ghoul den Creeps, den Scout. Und der ist natürlich jetzt wichtig. Muss ja sehen, ist die Expansion da, ist sie nicht da? Die Expansion ist noch nicht da und deshalb wird es jetzt auch eng, weil jetzt wird der Ghoul die Expansion natürlich entdecken. Ja. Ja gut, kaputt kriegt er sie nicht mehr, nee, aber er weiß Bescheid. Nicht mehr, aber Jan weiß jetzt Bescheid und wird natürlich aufbrechen. Ja. Und wir sehen hier, Jan macht das Destroyer-Upgrade und das ist natürlich das, wovor sich jeder fürchtet. 3 Statues könnten zu 3 Destroyern umgemorpht werden. Ja, dann hätten wir schon eine ziemlich beachtliche Armee. Hier sehen Mark, creept hier gerade einen, ja, nicht gerade starken Spot, aber er slowt halt alles und deswegen alle Einheiten ziemlich langsam. Hier der Grunt muss ein bisschen aufpassen, kauft hier noch so einen Priest. Sollte ich auch einen Berserker kaufen? Genau, der ist natürlich auch nicht schlecht gegen Destroyer und hat jetzt 57 Supply. Wo ist der Blade Master? Der steht hier rum. Man muss natürlich an der Stelle sagen, Jan ist heute ein bisschen imba drauf. Er hat ja heute 6 Packungen Prinzenrolle gefrühstückt. Aber also es ist ja nicht eine, es war ja tatsächlich, es war ja wirklich 6 Rollen gefrühstückt. Ja. Und deswegen. Also ich meine, das macht er eigentlich fast jeden Tag. Ja. Aber was der für Kosten hat an Prinzenrollen, also unglaublich. Der allgemein, verdient gut. Allgemein für Essen. Ja, ist, der Jan hat da wirklich viel zu bezahlen. Aber wie heißt immer so schön, Mann ohne Bauch ist ein Krüppel. Insofern kann man eins zumindest sagen, der Jan ist kein Krüppel. Nee, definitiv nicht. Hier der erste Arbeiter gerade gebaut worden. Es sind gerade mal 2 drin. Und jetzt kommt auch schon der Undead mit seinen beiden Destroyern hier. Baut er noch einen dritten, er hat kein Supply. Beide haben mit Mana und jetzt macht er Go. Jetzt sollte der Blade Master sich hier gleich runter teleportieren. Hat einen Massenteleport. So, wo ist er? Hier 59 Supply. Er ahnt natürlich jetzt hier, er riecht den Braten, weiß, dass da jetzt was auf seine Echse kommt und jetzt. Wo ist der Massenteleport? Wo ist der Stuff of Teleportation? Ich sehe ihn immer noch nicht. Ja, da ist er. Jetzt geht's in den Fight. Hier der erste Grunt fällt, schon davor schon Raider. Level up für den Death Knight. Schöner Stomp hier vom Level 3 TC und da fallen, also da stehen zumindest alle Crypt Fiends. Jetzt schlägt er natürlich drauf ein. Oh, schön Nova. Jetzt hier in Snare auf die Crypt Fiends. DK wird hier gerade fokussiert, aber noch einen kleinen Healpot. Jetzt aber nochmal ein Stomp. Jetzt muss er ein bisschen aufpassen auf den DK. Der kriegt den Healpot. Und jetzt muss er wirklich hier langsam weg. Kommt da nicht raus, hat aber noch einen Town Portal. Und ich muss sagen, den Fight hat zwar Jan gewonnen, muss sich aber rausporten und hat keine Expansion im Rücken. Ja, aber ich muss sagen, Mark hat sich hier sehr gut geschlagen in diesem Zweikampf. Also ist hier, hat zumindest gesagt, so einfach mache ich es dir nicht. Hat zwar ein paar Einheiten verloren, aber insgesamt würde ich sagen, ein ausgeglichener Kampf. Aber Jan hat, der Mark hat auch einfach ein Ziel gehabt. Er musste diesen DK zumindest vertreiben. Das hat er geschafft. Zum Portal zwingen und das hat er geschafft. Somit konnte er diesen Destroyer-Vorteil nicht mehr ausnutzen. Musste sich dann wegporten. Ja, und jetzt kann die Expansion natürlich erstmal fröhlich laufen. Jetzt sehen wir, 60 Supply hat er schon. Er pumpt aus allen Rohren. Jetzt sehen wir hier das erste Kodum im Bau. Und er sollte meiner Meinung nach noch ein zweites Beastery bauen, um dann noch mehr Kodus zu bauen, beziehungsweise Raider.
sehen das hier jetzt, braucht er natürlich auch ein bisschen Heilung, das wäre natürlich nicht schlecht. Wir sehen hier, die ganzen Einheiten sind angeschwächt. Mark, da musst du jetzt aber schon nichts was tun. Jetzt sehen wir hier das zweite Slaughterhouse, das zweite Schlachthaus. Damit wird er natürlich wahrscheinlich, oh, Abus, das erste Abo ist natürlich schon da und wie du es angesprochen hast. Es ist, ich meine, es gibt ja Leute, die klauen meine Taktiken. Ja. Wie von Grubby? Ich habe es immer vermutet, jetzt habe ich den Beweis. Der Jan ist einer, der meine Replays regelmäßig runterlädt. Ein richtiger Stalker. Ja. Sehen wir hier, Mark hat diesen Acolyte gescout, das natürlich auch sehr gut ist. Der wollte nämlich irgendwann expandieren. Daraus wird erstmal nichts. So, jetzt sollte sich natürlich viel schnell Heilung besorgen. Und das kann ja, natürlich hat viele angeschlagene Einheiten. Ist gefährlich, wenn man dann auf ein paar Destroyer trifft, die dann ja, wenn sie Mana haben, dann schön Splash-Damage machen. Und dann fallen die Grunts wie... Fliegen. Ja, Fallen fliegen. Ja, wenn man fallen mit, tun sie ja schon. Ja, wenn man sie mit Haarspray ansprüht. Ja, ich kenne da so einige Möglichkeiten. Aber DK Level 4, Licht Level 2, fast schon 3. Ja. Und jetzt kommt es zum nächsten großen Kampf. 64 gegen 57, da steht Jan auf jeden Fall besser, denn der hat hier alles geheilt. Wie gesagt, zu Mark, der hat hier noch kleine Probleme. Der Blade Master soll sich mit Massenteleport... Ja, nee, was macht er da? Hat es zurückgezogen. Ja, er will erstmal nur die Peons angreifen, wie es aussieht. 62 gegen 57. Da steht Mark wirklich schlecht, denn Jan hier hinten drin, Kryptians alle geschützt durch eine Abo und die beiden Helden. Jetzt hier den schönen Nova Coil auch nochmal drauf und sie kriegt einiges an Schaden. Das macht der Jan sehr gut. Der schützt seine Einheiten perfekt. Ja. Und jetzt hier die Kodos wollen natürlich was fressen, aber kommen nicht ran. Das macht wirklich der Jan richtig gut. Hier die erste Kryptians könnte aber gleich fallen. Kommt noch mal die Coil. Ja, oh, schönes Timing hier. Der Destroyer wird aber gleich fallen. Alles gestompt. Nein, der Destroyer, doch, der wird noch mal gekickt hier in diesem Moment. Wird gekickt. Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, der Licht war fast down, aber Level 3. Der Blade Master ist hinterher. Der muss aber auch ein bisschen aufpassen hier. Und hier geht gleich das Kodo Beast down. Da sehen wir es. Ja. Hier und die Kodo fällt. Das tut weh. Das tut weh, aber der Death Knight auch steckt hier ordentlich. Oh, der fällt. Sieht so aus, als ob der Death Knight da fällt. Unglaublich. Schönes Ding hier vom Mark. Auch gut aufgepasst. Wir sehen jetzt hier den Vorteil auf Seiten vom Mark. Muss aber trotzdem aufpassen, denn hier, der Lich ist nicht zu unterschätzen. Gleich die nächste Nova. Und da kommt hier nochmal nächster Windwalk. Was macht der Bellmaster? Der muss nochmal draufschlagen. Der TC hier mit 200 Hitpoints, der muss jetzt fort. Und da fällt der TC in diesem Moment. Knappes Ding hier, aber trotzdem Mark definitiv im Vorteil, die viel größere Armee. Und Jan kommt hier einfach nicht mehr raus. Und da verliert er wahrscheinlich noch den Lich, weil der hängt da drin. Und der Blade Master darf da einfach auf den Lich hauen und verliert tatsächlich den Lich King. Ja, und da kommt das GG und es ist soweit. 1-0 für niemand geringer als Mark gegen Jan. Ich kann es nicht glauben. Respekt muss man sagen. Aber das hat sich der Jan selber zuzuschreiben, weil ganz einfach, das war scheiße. Ja. So, wir machen kurz Unterbrechung und sehen uns gleich wieder mit der nächsten Map. Ich guck mal ganz kurz, wie sieht's denn aus? Guck mal, die beiden sind noch ganz gut drauf. Der Jan sieht ein bisschen enttäuscht aus. Enttäuscht? Ja, Marc ist fit. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder und ich hoffe, die beiden sind dann auch gleich wieder fit. Deswegen bis gleich. Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you? Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. You're through. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby.
Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. Hi, darling. How's the weather? Say, baby, is that cold better now? Oh, I'm sorry. Is there someone there, with you? Eigentlich für eine Konstruktion. Da sind wir auch schon wieder und wir brauchen natürlich die nächste Map. Ich will jetzt mal Lotto-Fee spielen. Okay, ich versuch's mal. Und ohne zu gucken. Der Jan guckt schon richtig begierig und das System geht wahrscheinlich. Geht's auf? Oh. Okay, und ich würde mal sagen, gucken wir mal rein. Oh, Echo Isle. Echo Isles. Ich glaube, eine ganz gute Map für den Jan. Echo Isles, zeig's auch mal den Zuschauern. Ja. So, bitteschön. Echo Isles, du darfst die Map starten. Ja, er hat selber gesagt, er wird sich freuen, wenn die als erstes kommt. Jetzt kommst du als zweites, deswegen kann er da schon mal gut ausgleichen. Ich mach's ja auf und wir gehen direkt rein. Ich mach mal kurz den Blick nach. Ich habe eben dem Jan, habe ich hier Echo Isles gezeigt, hat er nur so gemacht. Mal gucken, was das zu bedeuten. Ganz leger. So, wir sind soweit. Was kannst du uns zu der Map erzählen, Dennis? Also, ich warte mal kurz ab, was für Rassen kommen. Dann sage ich dir mal direkt, was in Bezug auf die beiden, was da gut ist. Ja, Marc überlegt gerade noch, was für eine Rasse er wählt. Ich würde sagen, grundsätzlich ist eine gute Human-Map. Also als Mensch hat man da große Vorteile. Kann gut Fast-Expansion durchziehen, wie auf Lost Temple zum Beispiel. Und als Orc ist ja auch okay. Sehe ich genauso. Scheint ready zu sein. Dann machen wir einfach mal Go. Beide random momentan. Nee. Ja. Oh, Magic Johnson, in letzter Sekunde noch auf Untote geschaltet. Das war ja natürlich... Ganz knappes Ding. Ja. Ja, Jan als Anlet unterwegs und wir gucken mal rüber. Und ich glaube, es wird ein Night Elf sein. Ja, Night Elf hier von Marc. Und somit Night Elf gegen Anlet. Und ich habe vom Jan, von Marc gehört, dass er mit Night Elf eigentlich ganz gut ist gegen Anlet. Deswegen könnte es das Blatt ganz schön... Ich bin sehr gespannt. Er hat ja eben schon bewiesen, dass er mit Ork gut gegen Anlet ist, kann. Ja. Ne? Also insofern... Muss der Jan jetzt natürlich auch beweisen, dass er auch mit Undead was drauf hat. Vielleicht hat er deshalb nochmal Undead genommen, um den Leuten da draußen zu zeigen, pass auf, das eben war nicht repräsentativ. Ich bin nämlich hier wirklich einigermaßen krass. Einigermaßen. Und das wollen wir natürlich jetzt sehen. Wir sehen hier auf jeden Fall schon mal eine Crypt Fiend BO, so wie gerade im ersten Spiel. Das heißt, später Hero, dafür ganz früh starke Einheiten. Auf der anderen Seite sehen wir erstmal ganz normal Altar als ersten. Geh nochmal bitte auf die Base vom Undead. Hat er da schon einen Friedhof gebaut oder was? Nee, noch nicht. Weil stimmt, du hast recht, noch kein Friedhof, der kommt jetzt gleich. Stimmt, naja, das heißt, wahrscheinlich geht er auf Ghouls. Nee, er geht auf, baut ein paar Ghoule, ein oder zwei, baut dann den Graveyard wahrscheinlich. Und dann, nee, warte mal, du hast recht. Latika, Ghoul. Ah, jetzt habe ich Strategie rausgesehen. Du hast recht. Oh, bist noch fit, Wie gesagt, wenn du Fragen hast zum Thema Warcraft 3, ja, dann schreib mir. Wie ist denn deine E-Mail-Adresse? etienne@giga.de. Ich stehe immer gerne bereit. Ich habe ja ein umfassendes Kompendium am Wissen, was Warcraft angeht. Also von mir hast du heute auf jeden Fall was im Postfach. Ja, also. Ich habe da so einige Fragen. Kannst du gerne mal, ja. Aber bitte nur zu Warcraft. Nicht wieder hier deine sexuellen. Mann, weißt du, sowas muss man einfach nicht in der Sendung rausplaudern. Das finde ich nicht gut. Echt? Naja, gut. Aber geht's denn jetzt wieder? Ja. Geht, ne? Dein Ratschlag war halt nicht so gut. Einfach, ja. Was soll das? DK First Hero. Bei mir hat's immer geholfen. Ghoule hier natürlich jetzt als Support. Und wir sehen auf der anderen Seite Demon Hunter. Warum baut er denn da so nah am Wald? Hat das einen Grund oder sieht's einfach schön aus? Das hat einen Grund. Zum einen sieht's, na gut, ob's schön aussieht, weiß ich nicht. Aber der Grund ist einfach, dass die Whiffs dahinter geschützt sind. Das heißt, zum Beispiel, der DK kommt nicht ran und kann nicht dran schlagen. Aber der DK kann schießen. Er kann keulen. Ja. Ja gut, aber dann kann er sich hier immer wieder heilen. Und das Mana ist irgendwann leer. Deswegen ist schon ein kleiner Vorteil. Auch. Ja, aber dann ist aber keiner gestorben. Ja, aber. Aber. So, und wir sehen jetzt hier AOW-Creep wahrscheinlich. Erster Archer ist gleich schon fertig. Und dann wird er ausgewurzelt und haut dann hier direkt auf die Creeps vom Mercenary Camp. Und das sehen wir jetzt in diesem Moment. Muss hier kurz nochmal so einen Baum fressen. Ja, macht er nicht. Dann wird er sich auch noch automatisch heilen. Ob der AOW fällt, mit Ansage. Aber das ist doch nicht gut, wenn der fällt, oder? Nee, eben nicht. Der muss jetzt eigentlich zurückziehen. Was macht er da? Ein Whist zum Heilen. Also ich weiß nicht, ob das reicht. Ja, das könnte klappen. Ja, der Marc weiß ganz genau, was er macht. Auf der anderen Seite sehen wir, den DK kommt gerade eben raus. Hier die Ghoule sind auch gerade mit dabei. Und die werden direkt den ersten Spot creepen, so wie es aussieht. Habe ich direkt gesehen, dass er nicht ein Crypt, ein Friedhof gebaut hat.
Ja. Normalerweise, wenn man bei Undead Fiends baut, sieht man oft bei den Spielern, dass sie als allererstes eine Crypt, beziehungsweise nach der Gruft einen Friedhof. Ja. Wieso sage ich immer Crypt? Crypt ist das, die Gruft. Ist die Gruft, ja, ja. Das hier. Genau, ich spiele immer auf Deutsch, deshalb bin ich mit den englischen Begriffen da nicht so. Früher war es immer die Ausrede wegen den Keys, warum du die Keys nicht benutzt. Ja, das geht ja gar nicht, das ist ja verloren. Ja. Also, ich kann es ja noch nicht mal mit denen, wo ich die Sprache spreche. Also, zumindest hat er ja sein AOW verloren, wie angekündigt. Das sehen wir hier, der ist hier so im, zerbrochen einfach. Wie schmerzhaft ist das, ein AOW direkt im Early Game zu finden? Ich sag mal so, es ist vertretbar. Vertretbar ist eigentlich nicht, aber es ist, man kann es aushalten, ohne dass es jetzt ein riesen Nachteil ist. Denn gekriegt hat er ganz schon fleißig. Wie viel kosten AOW? 180, 60 Holz. Ja. Ist nicht so wenig. Ja. Ist, sagen wir, fast eine Huntress. Von daher hat er schon ein bisschen was verloren. Hat aber leicht einen XP-Vorteil momentan noch. Der wird sich aber jetzt gleich ändern, denn Jan jetzt auch auf Level 2, nachdem er hier diesen Creepsword fertig gecreept hat. Auf der anderen Seite, ja gut, er fehlt jetzt ein bisschen das Holz, muss den neuen AOW bauen, sonst hat er schon den Tier 2 Tech. Zumindest in Bau gesetzt. Ja. Denn Diemanter läuft jetzt rüber, schaut sich an, was los ist. Guck mal hier, Tier 2 Tech schon im Bild. Ist der Anitsch früher als der Night Elf, das passiert eigentlich nicht so häufig. Er hat viele Ghule, da muss der Mark jetzt aber mal langsam Archer pumpen. Wird wahrscheinlich dann auch versuchen, hier auf Tech 3 dann das Ghoul Frenzy zu erforschen. Oh, guck dir das an, das wird ein Surround, ich seh's. Da ist der Surround, ja. Wunderschön, und da muss er sich rausporteln. Ganz, ganz blödes Ding hier vom Markt. Der geht hier oben in die Ecke rein, der weiß ganz genau, kommt hier nicht mehr weg, anstatt sofort nach links zu laufen. Also ganz unnötige Situation. Hat schon seine AOW verloren, also jetzt muss der Jan Gas geben. Er weiß natürlich nicht, dass der Max sein AOW verloren hat. So sieht's aus. Aber jetzt weiß er trotzdem, dass er hier schon mal ihn gezwungen hat zu porteln und hat hier auf jeden Fall leichte Vorteile jetzt auf der Map. Ja, wir sehen jetzt hier, der Mark baut 2 Ancient Protector. Und auf der anderen Seite kommt jetzt der Jan gerade an hier mit seinen ganzen Ghoulen. Jetzt kommt Dust of Appearance, das muss ich schnell zurückziehen. Da kommt die Keulen, da fällt der erste Archer. Ja, da wird eine Huntress gebaut. Wenn Jan diese 2 Ultrumbeschützer abbricht, dann ist das Spiel eigentlich schon fast gelaufen. Ich sagte, wahrscheinlich wird es dann als Second Hero natürlich den Lich geben und vielleicht spielt er auch eine 3 Hero-Strategie. Oh, das war natürlich. Siehst du, ich hab's noch vorhin angesprochen. Ganz, ganz bitter, ganz, ganz bitter. Da musste er einen Moonwell wieder einreißen. Ja, das war der Protector, der Schutz, okay. Tower einfach in dem Sinne. Ja, jetzt hat der Mark natürlich ein Riesenproblem. Baut diesen Protector nochmal neu. Und er hat immer noch nicht getaggt, also immer noch Tier 1. Das kostet natürlich sau viel. Da wird nochmal die Keule eingesetzt und damit alle Ghule wieder im normalen Bereich. Dann seid ihr hier. Hier geht er schon auf Tag 3, der Jan, wenn ich das richtig sehe. Ja, ne, ist noch Tier 2, aber ist jetzt gleich fertig mit Tier 2. Auf der anderen Seite, er ist noch nicht mal angefangen. Ab wann gibt's Ghoul Frenzy? Erst ab 3. Ab Tier 3, ja. So, jetzt fällt ein Ghoul. Meinst du, wir sehen als zweiten Hero den Lich King? Ja, definitiv. Oder vielleicht die Naga, um Druck zu machen. Ich hätte ja jetzt vielleicht auf den, wie heißt der den Sleep macht hier? Ja, Dreadlord. Den Dreadlord. Wäre natürlich, ja, wär natürlich ein schöner Hero, aber ich glaube, entweder nimmt sieht man oft in Zusammenarbeit mit Ghouls. Ja, ja, mit der Aura, die es da noch zugibt, ja. Die Frenzy-Aura, also diese unheilige Aura. Das ist schon nicht schlecht. Natürlich, in meiner Meinung wäre gut, Naga und dann jetzt nochmal drauf und Druck machen. Aber er lässt jetzt Mark nochmal die Chance, sich neu aufzubauen. Somit ist da noch nichts entschieden. Ihr seht hier diesen einen Diemanter. Die Huntress läuft jetzt Richtung Ghule und Decay. Ich bin sehr gespannt, ob er dann wirklich noch was mit ausrichten kann. Nicht, dass er jetzt die Huntress auch noch verliert. Also der Diemanter ist ja einer der geilsten Heroes im Spiel. Ja, ne? Definitiv. Er ist ja, wird ja auch Superman genannt, ja. Weil er einfach alles kann. Ja gut, so werde ich ja auch genannt. Ja, und jetzt, in welchem Zusammenhang? Ja, weil ich alles kann. Achso, okay. Jetzt sehen wir hier die Huntress, ja. Und gerade noch angesprochen, es wäre natürlich jetzt bitter, wenn er die verliert. Ah, kommt noch mal weg. Und jetzt sehen wir hier die ersten beiden Gargoyles. Gargs gegen Huntress machen da extra Schaden. Somit hat Jan hier wirklich einen großen Vorteil. Mana Burn nochmal auf den Decay. Creep ging jetzt hier nochmal an den Jan. Holt sich aber dafür das Item, der Mark. Muss aufpassen. Ja, eine Sache kann ich nicht. Weißt du, was es ist? Dich abhaben. Verstehst du? Nicht abhaben können. Ja. Naja, okay. Ja. Daran arbeiten wir nochmal. Ja. Also wenn ihr, du bist ja auch von Natur aus ein sehr lustiger Mensch. Ja. Deswegen, darauf kommen wir später. Ich bin mit dem Arsch zuerst auf die Welt gekommen. Das Problem ist, die Ärzte haben es nicht gewusst. wieso schlechte Sprüche? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich auch nicht. Aber egal, zurück zum Spiel. 2 Huntress, 1 Diemhunter und die versuchen jetzt hier gerade durchzuboxen. Hier dieser Ghoul sollte jetzt mal so langsam sicher fallen. Na, kommt jetzt, was macht denn der da? Ja. Ja, Jan hat die Map hier schon aufgegeben. Mark. Ja, jetzt möchte er aber nochmal auf den Ghoul. Jetzt möchte er nochmal auf den Ghoul, den kriegt er auch. Level 3 DK hat er jetzt auch schon. Mana Burn sollte nochmal folgen. Ah, davon sehe ich noch keinen. Die Huntress hier. Jetzt kann er gleich nochmal nuken.
Nochmal eine Coil vielleicht vom Death Knight. Er hat jetzt kein Mana mehr leider. Jetzt könnte aber nochmal ein Ghoul fallen. Er hat Boots. Boots ist natürlich gut, um die Ghoule zu finishen. Kommt dann immer wieder schnell hinterher. Und das sehen wir jetzt mit dem letzten Hit. Ja, das ist mal wieder geklappt. So, jetzt hier geht's auf den nächsten Ghoul. Wie sieht's in der Base eigentlich hier von Mark aus? Hat 31 Supply. Hat die noch zwei Handschuhe, ein bisschen idle. Immer noch Tech 1, wie es aussieht. Ja, Tech 2 gerade fertig, 2. Abgeschlossen. Deswegen baut den ersten Ultim des Wissens, Ancient of Lore, hier auch der zweite. Da sollte jetzt der Second Hero folgen. Das wäre meiner Meinung nach eine gute Wahl, wenn er... Oh nein, was macht er? Ein Stuff of Teleportation, den nutzt er jetzt hier auch schleunigst. Und Jan ist schon auf Tier 3. Er hat wirklich Tier 3 schon erreicht, baut jetzt hier das erste Slaughterhouse. Natürlich etwas spät, hätte er schon um einiges früher machen können. Gargoyles sieht man ja auch nicht so oft bei Undeads. Ich muss sagen, ich hasse Gargoyles. Die fallen einfach wie die Fliegen. Ja, wenn du sie bedienst. Wenn du sie bedienst. Findest du Gargoyles gut? Ich weiß nicht, kennst du X-Lord? So eine neue ja. Hoffnungsspieler? SK, oder? Genau. War der nicht sogar SK06? Ja, genau. Und das ist jetzt einer, ich sag mal so, deutschlandweit momentan mit Mio vielleicht der beste Spieler. Tatsächlich. Ja. Da hat Mio ja auch das Stück. Talent früh erkannt, was? Ja, lang ist her, aber scheint wirklich gut zu sein. Hat wirklich von 5v3-Spielen 4 gewonnen. Also, und der spielt immer? Der spielt oft Gargoyles, sehr oft Gargoyles. Und damit kommt er anscheinend recht gut klar. Man muss natürlich schon das Multitasking dafür haben. Ja. Und ja, das hat willst nicht du, jeder. Willst du damit irgendwas andeuten? Nein. Aber was wir hier auf jeden Fall sehen, DK Level 3 mit 4 Gargs. Und die können hier mal ganz schnell so eine Handlos abfangen. Das sehen wir jetzt hier. Breath of Fire durch die Gargs ist natürlich ganz nett, aber Level 1 Breath of Fire ist halt noch bei weitem nicht so effektiv, wie man sich gerne wünscht als Night Elf. Jetzt sehen wir hier, jetzt möchte er natürlich diese Expansion abreißen. Ja, mit Handlos gegen Gargs ist natürlich, ja, passiert da nicht so viel. Und deswegen kann Mark hier diese Expansion nicht durchbringen, muss sie abbrechen. Er kann die Gargs nicht angreifen an der Stelle. Bricht sie ja wohl ab. Ja, ganz spät. Aber war nochmal ein knappes Ding nur. Und da verliert er das auch noch den Wisp, wenn er nicht detonated. Na, baut einen Moonwell. Schön gemacht an dieser Stelle. Jetzt bricht er das nochmal ab. Nochmal ein Breath of Fire. Jetzt sind die Gargs verschwunden. Dafür gab es dann keine Experience Points. Nee. Und hier kommen die ersten Dryaden. Das ist natürlich wichtig. Dryaden sind so das einzige Mittel mit Hippos. Am Anfang. Oh, eine Opfergrube sehen wir da. Ja, damit kann er Shades bauen. Kennst du auch noch? So unsichtbaren Dinger, die alle verfolgen. Da wirfst du einfach gleich ein Echolite rein, dann hier rein und dann können wir auch schon die ersten Shades sehen. Ich bin mal sehr gespannt, wann die kommen. Und weiß ja immer bestens Bescheid, was der Nachtelf dann hier so treibt. Wir sehen hier den Demon Hunter Level 3, läuft jetzt mit dem Panda und den drei Huntress Richtung Natural hier vom Undead. Und was macht der? Er möchte hier, glaube ich, auch expandieren. Zumindest setzt er hier den Boden auf. Hier steht der Echolite. Damit sollte er jetzt hier gleich mal einfach versuchen zu... Ja, Echsen. Ja, jetzt sehen wir hier das erste Ziggurat, das zweite. Ja, will er sich natürlich verteidigen. Ja. Ja, aber Mark macht es gut, holt jetzt ein bisschen was an Experience nach. Wir sehen hier, die Gargs müssen jetzt aufpassen. Da könnte jetzt aber durchaus anfallen. Die pflücken natürlich gerne Gargoyles vom Himmel. Ja, da fällt der auch erste. Der erste. Ich sag's ja, wenn man erstmal Anti-Air hat, dann sind die Gargs nicht mehr zu gebrauchen. Ich sag dir so, wenn du mal 12 Stück hast und einen Schuss auf den Dryade machst, dann fällt sie halt sofort. Muss immer über den Bäumen fliegen und dann immer Hit and Run die ganze Zeit. Also es ist schon... Muss halt stressig. Nur wissen, wie. Ja, stressig ist es definitiv. Level 3 und Level 2. Und man muss noch mal erwähnen, es ist der Burger Bash. Hier heute Mark gegen Jan. Es steht 1-0 momentan. Zwei Burger sind übrigens noch da. Ja, zwei Burger sind übrigens noch da. Vielleicht sollen wir die übrig lassen für Mark und Jan. Ja, können wir auch sagen, die ersten zwei, die und der Zuschauer, die hier ins Studio kommen, kriegen die. Okay, machen wir es so. Aber dann guckt keiner mehr zu. Spaß. So. Nur Spaß. Jetzt hier der Go auf die Expansion von Jan. Zumindest hier auf die Ziggurats. Und wir sehen hier... Ja, die Dryaden fokussen jetzt hier ein Gargoyle nach dem anderen, verliert aber auch gleich hier die ersten Dryaden. Ja, erstes weg, aber hier geht's mit den Ghoulen auf eine Illusion, das ist natürlich nicht so ideal. Hier der Panda Level 2 muss ein bisschen aufpassen, der kriegt hier ganz schön viele Hits ab, der fällt jetzt gleich in diesem Moment. Ja, Level 2 Panda down und es geht weiter auf die Dryaden, das macht der Jan richtig gut. 37 Supply gegen 35, das muss er nicht auch ein bisschen aufpassen. Der Demon Hunter wird gleich fallen, er hat natürlich noch den Staff of Teleportation. Er hat noch einen Town Portal sogar. Jetzt sehen wir hier, die Dryade wird auch gleich fallen. Kriegt der vorher noch einen Gargoyle? Und der Demon Hunter ist... Ja. Ah, Level 4, das ist der Illusion gewesen hier, das ist der richtige. Ah, okay, das ist der. Und jetzt sehen wir hier, ja, knappes Ding, so 33 gegen 26. Also viel ist auf beiden Seiten nicht mehr da. Fällt jetzt nochmal eine Huntress. Jetzt muss der Demon Hunter aber mittlerweile wirklich aufpassen. Gleich die nächste Nova da. So, diese Dryade hier sollte sich mal schleunigst bewegen. Ja, das macht sie auch. Und es sieht nach diesem Zeitpunkt mittlerweile wieder ganz gut aus für den Mark. Für den Mark? Ja, der hat nämlich seine Expansion jetzt fertig. Auf der anderen Seite... Aber der hat sonst nichts mehr. Ja, 32 Supply kommen, was der Jan noch hat. Man hat halt Skelette und drei Ghoule und eine Garg. Aber er hat einen Hero verloren, der Mark. Das stimmt natürlich. Aber Level 4 Demon noch. Ich sag dir, ab Level 5 ist das eine Maschine. Und Level 6 ist ja unsterblich. Und deswegen...
Da muss der Jan noch ein bisschen aufpassen. Den darf er nicht zu stark werden lassen, denn 59 Hitpoints ist schon nicht richtig gut. Warum wird er ab Level 5 so gut? Erklär das nochmal für die. Ab Level 5, also zum einen, Rüstung ist natürlich schon ziemlich stark, macht viel Schaden, hält viel aus und ist einfach super schnell und wendig. Und ab Level 6 wissen wir alle, was passiert. Metamorph, ja. Das Ultimate. Ja, und dann hat er natürlich noch mehr Schaden, macht extra Schaden an allen Einheiten. Und mal mehr Mana und er ist wirklich unsterblich einfach. Was liegt da für ein Item? Ring of Protection, also Ring des Schutzes plus 2. Jetzt sehen wir aber Jan natürlich vom Timing doch recht gut, muss jetzt hier die Expansion abbrechen. Jetzt zwei Dryaden stehen hier mit einem Ancient Protector. Da muss Mark aber schnell runter, da muss er wirklich schnell runter, sonst verliert er hier zu viel. Das sehen wir hier. Ja, und da kommt das Town Portal direkt, das ist, glaube ich, eine richtig gute Entscheidung. Und da kommt die Coil, jetzt geht's auf die Ghule. Hier, der Protector im Rücken ist natürlich das Beste, was ihm passieren kann. Und da fällt der erste Ghoul wegen Sekunden. Ja, das ist jetzt keine gute Entscheidung vom Jan gewesen, sich hier auf den Kampf einzulassen. Und vor allem nicht auf den Protector zu gehen, selbst wenn er ihn kickt. Er verliert jetzt hier zu viel. Jetzt geht's auf den. Ja, jetzt geht's wieder auf die Dryade. Was macht er denn da? Jetzt fällt aber trotzdem Protector, geht auf den Protector, geht er down. Ja, fällt in diesem Moment, hat aber jetzt dafür größere Verluste als der Mark. Hier die Statue. Und verliert die Statue wahrscheinlich noch. Oh, ja. Die fällt. Und noch ein Ghoul, das sieht richtig übel aus. 31 gegen 42. Dafür aber Jan jetzt mit der Expansion gleich fertig. Die wird gerade verhext. Zwei Spirit Tower sind hier auch schon fertig. Also, ganz ehrlich, ich glaube, Mark hat einfach den besseren Tag erwischt. Ja, noch ist nicht aller Tage Abend, aber fast. Konfuzius hat gesprochen. Ja, es klang sehr weise, oder? Der Anfang war natürlich es klang so, bekannt. Als ob da wirklich viel Inhalt dahinter steckt. So, und jetzt sehen wir den nächsten Typ jetzt hier vom Markt. Ja gut, der nähert sich Level 5, wie ich gesagt habe, wenn der Level 5 wird, hat er schon über 1000 Hitpoints und das ist natürlich auch nicht zu verachten. Die Expansion, sie läuft fast. Also hier fehlen noch ein paar Arbeiter drin, aber sie werden nachgebaut. Die Expansion vom Jan, die läuft tatsächlich besser als die vom, vom Mark. Deswegen kann er noch was holen. Der kann noch was holen, ist nämlich auch schon auf Tier 3. Was ist hier? Da baut er neue Statues. Oh. Nein, da kommen die Abos. Dicke Abos. Will er jetzt aus zwei pumpen. Ja, aus zwei Gebäuden direkt, hier aus zwei Slaughterhouse. Ja gut, man muss sagen, Abos gegen Dryaden sind natürlich sehr effektiv. Und Abos halten sau viel aus. Plus, mit der Coil kann man sie immer wieder heilen. Und ja, dann fällt so ein Ding auch schon mal nicht so schnell. Selbst wenn hier einen super starken Demon Hunter und viele Dryaden, das sind schon einige. Ja, vor allem der Demon Hunter jetzt gleich Level 5. Er muss eigentlich mal langsam wieder was machen, damit er dann nicht einfach... Er lässt den Demon Hunter jetzt einfach creepen und das ist natürlich gefährlich. Das ist wirklich nicht so angenehm. Wobei natürlich, okay, hohe Undead Heroes sind auch nicht zu verachten. Also Nova Coil kann so mal ganz schnell einen Panda ausschalten oder auch einen Demon Hunter mit ein bisschen Glück. Aber die Kai selber hier grob also ist wirklich schon stark angeschwächt. Mit 300 Hitpoints, die erste Abo kriegt auch ein bisschen was ab. Hier der Garg muss auch schon etwas aufpassen. Also hat Jan wirklich mit zu kämpfen momentan. Wir haben jetzt 47 gegen 45, also recht ausgeglichen. Das Einzige, wo ich sagen muss, okay, da hat der Jan einen Vorteil, ist der Tech. Denn Mark immer noch auf Tier 2. Jan ist hier schon auf Tier 3, hat die schwarze Zitadelle. Da muss er Gas geben. Da muss er Gas jetzt geben. Das heißt ja Magic Jansen. Nicht Magic Johnson, fällt mir jetzt erst auf. Ist mir auch nicht aufgefallen. Ja gut, Jansen. Aber ist nicht ganz aufgegangen, ne? Ich glaube nicht. Ich finde, er hat ja weniger was von Magic Jansen als von Magic Samson. Kennst du noch, oder? Ja. Ja, kenn schon, aber. Aber das finde ich cool, wenn man mal sich den Mark und den Jan anguckt. Tatsächlich, der eine Samson und der andere Tiffy, oder? Samson, das bin ich. Ja, also hast du eigentlich recht. Samson! Der Jan, also muss aufpassen, der darf also Mark hat schon so ein bisschen was, so diese spitze Nase hat ein bisschen was von Tiffy, oder? Er hat auch die Stimme, hat er. Ja, er trägt auch gern rosa. Stimmt, das war. Damals mein Markenzeichen, heute seins. Da, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ich wollte gerade sagen, du wolltest mir eigentlich hier meinen Ruf streitig machen. Das geht ja auch nicht klar. Aber nächster Creep jetzt hier vom Jan und Mark hingegen. Ja, der könnte jetzt eigentlich mal einen Go wagen. Hat hier, wobei... Oh, der hat einen Tom of Experience gefunden. Das sehen wir hier. Panda schon fast Level 4. DH Level 5. Jetzt gibt's auf den Sack für einen Jan, würde ich sagen, oder? Also was Mark fehlt, ist Holz und ein paar Bären. Denn hier die Armee ist schon nicht zu verachten. Hat mehr Supply als der Mark. Ja, aber gute Items jetzt hier auf Seiten von Mark. Der könnte jetzt hier einfach mal schön Breath of Fire durchsetzen, hier die Echolites kicken und sich dann wieder zurückziehen. Ja, läuft mit dem Demon davor, mit dem Panda auch. Was macht er da? Nicht zu viel warten. Traut sich noch nicht richtig. Ah, das ist ein Fehler. Jetzt kommt nämlich wieder Jan zurück und da kann er natürlich jetzt hier Nova Coil ansetzen. Ah, ganz aber hat er zu sehr gezögert. Ja, definitiv. Ja, also die Expansion ist geschützt, muss man sagen. Drei Tower hier, richtig starke Tower. Da geht nicht so schnell was kaputt. Hier sehen wir 50 Supply. Und Mark spart weiter Geld.
Jetzt sollte Mark aber eigentlich mal langsam einsehen, dass er pumpen muss, dass er Bären bauen muss, damit er gleich ein bisschen Heilung hat. Review natürlich, kennst du noch Review hier? Schön auch immer vom Bären auf eine Einheit gecastet und dann heilen sie 400 Hitpoints innerhalb von ein paar Sekündchen, 15 oder so. Nee. Aber gibt's da nicht hier dieses besoffenen Machen und dann... Ja, Drunken Haze. Macht und... Macht er das? Breath of Fire, das kann der hier, ja. Naja, meine ich. Ich meinte die Bären, die aus dem Gebäude rauskommen, die dicken Bären, die sich umwandeln können. Ja, ja, in die Druiden. Genau. Clown-Druiden. Ja, und das sehen wir hier, den nächsten Abo. 67 Supply mittlerweile schon. Also Marc, ich sag dir, wenn er jetzt nicht langsam pumpt, dann verliert er das gleich, obwohl er so viel Geld hat. Nur wegen, ja, Sparsamkeit. Unbeeindruckt der Jan hier von den Angriffen auf seine Base, wie man hier sieht. Ja, naja, gut, aber ich meine, es ist halt einfach nichts, was er da hat. Und zwar Acolytes. Breath of Fire durchgeschossen. Fällt jetzt mal ein Acolyte. Zweite fällt nicht mehr. Ja, aber das hat dem Mark nicht so viel gebracht. Gut, er hat ein Echo gekickt, aber ja. Mein Gott, das war wird zu der wenig. Jan überleben. Ja, es war zu wenig. Aber hier eine mächtige Armee und da portelt er sich auch schon weg. Er hat hier ein Staff of Preservation genutzt. Das ist der Krummstab der Bewahrung. Hat er mal eben genutzt, um ihn zurück in die Base zu porten. Und ich frage mich, Mark, bitte, du hast 2200 Gold. Pump doch mal endlich die ersten Bären, sonst verlierst du es gleich. Mann. Ja, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man so viel Geld hat. Ja. Passiert mir nie beim Warcraft-Zock. Im wahren Leben auch nicht. Im wahren Leben auch nicht. Ist er der so also schnell alles ausgibt? Ja, meine Unsummen an Geld. Ich investiere immer sehr viel. Ja. Immobilien und so. Immobilien, Aktien, Frauen. Die sind am teuersten. Ja, aber die bringen auch immer wieder was ein. Wonken. So, jetzt fragt der Jan gerade, Junge, was ist das? Appen. Ich glaube, 1000 Tower überall. Da hat er tatsächlich 5 Stück gebaut. Und jetzt Magnum und Smiley. So, wie sieht's aus? Jetzt pumpt er die Bären. Jetzt pumpt er durch, 58 Supply. Man muss allerdings sagen, wenn einer so viele Tower baut, dann zeugt das ja auch immer so ein bisschen davon, dass man ein bisschen Angst hat, ne? Ja. Ja gut, Mio hat da nie Angst, ne? Aber man baut trotzdem so viele Tower. Woran liegt das? Ja, Mio, kennst du auch, der Tower-König? Mew ist der Tower, ich dachte, das war Taker immer. Ja, Taker auch, aber Mew baut ja viele Tower zum defensiven Spielen und Taker mal zum aggressiven Spielen, also zum Angreifen. Spielt er eigentlich noch, der Taker? Er hat wieder ein bisschen angefangen. Der war ja auch ein heißer Kandidat darauf, im Team Gear ein bisschen was mehr zu machen, zumindest in der Organisation. Na, immerhin. Aber wollte nicht, er will wieder spielerisch aktiv werden. Das ist so, wie wenn man sagt, ja, Lothar Matthäus ist auch wieder zurück. Sitzt jetzt an der Pforte. Aber hat sich nicht getraut und meinte, er möchte wieder aktiv werden, aber die Ergebnisse, naja, sie sind... Nicht so gut. Ja, noch nicht ganz so gut. Er möchte aber mehr trainieren, ich bin sehr gespannt. Jetzt sehen wir hier den nächsten Goal wahrscheinlich, 86 gegen 64. Er will diese Extra haben, ja. Der Jan. Er will die Extra haben, aber er traut sich nicht so richtig an, hat ein bisschen Respekt vor den vielen Towern. Ja, und jetzt hier ist einfach zu viel Gold. Und dann greift der Marc wieder die Base an vom Jan. Gucken wir mal ganz kurz auf die Base. Oh. Und hier ist das Go auf die Extra. Ja, da muss er repairen. Ja, sehen wir hier. Er portet sich raus und da zieht sich Jan doch zurück. Also er zieht sich zurück und jetzt steht hier Marc doch recht gut mit dem Panda in der Front. Wo sind die Bären? Da müssen noch ein paar nachkommen. Hier steht einer, es werden keine nachgebaut. Mark baut einfach zu wenig Bären, ich fasse es nicht. Und jetzt müsste gleich noch ein Breath of Fire kommen. Sieht's da aus? Ja, hat kein Mana, der Panda. Ja, das ist auch viel Mana. Nein. Ah, ich habe 31 gelesen. Nutzt gar nichts. Jetzt könnt ihr doch mal ein Breath of Fire durchwerfen. Ah, der traut euch zu weit raus. Nein, da darf er nicht kämpfen. Da darf er definitiv nicht kämpfen. Was macht er da? Mit 2, 3 Bären, da geht halt gar nichts. Oh, und jetzt ist der Panda blockiert. Ja. Nein, er kommt nochmal raus, wurschtelt sich da raus. Ja, und jetzt hier der Bär fällt dafür im Gegenzug. Nein, er wird gestufft. Schöne Aktion hier vom Marc. Stufft den Bären in die Base zurück. 82 gegen 16. Und guckt dir mal das Gold an. 3000 Gold jetzt gleich angelangt. Hier kommt nochmal eine Nova, kommt nochmal eine Coil. Nein, kein Mana mehr für eine Coil. Zieht sich zurück mit dem Demon Hunter. Und hier ist halt nicht viel. Aber in der Base sollte dann, ja, nein, was sehe ich denn hier? Guck dir das mal an. Chimären werden gebaut und Chimären sind natürlich gegen Bären und Abos das Beste, was es gibt. Aber Gargs holen Chimären natürlich sauschnell runter. Der fokussiert hier wirklich genau richtig immer schön die Dryaden. Ja, eine nach der anderen. Oh, jetzt muss der Demon Hunter aufpassen. Der Demon Hunter muss aufpassen. Traut es ja recht viel. Oh, da sehen wir die ersten Frostworms auf Seiten vom Jan. Ja, der ist natürlich richtig bitter. Ja, natürlich. Und jetzt geht's hier auf die Protektoren. Da sollte die beiden einfach auswurzeln. So, jetzt hier. 72 gegen 88. Also, Jan hat also wenn er mit den Eisatem hat, mit den Frostworms, dann können auch die Tower nichts mehr machen. Und dann ist natürlich die Echse in Gefahr vom Mark. So sieht's aus. Wir sehen ja hier mit den Meatwagons, 3 Stück an der Zahl, werden gerade die Tower abgerissen. 91 Play jetzt mittlerweile von Seiten Jan und nur noch 78 auf Seiten von Mark. Also, das heißt, nur er hat 78, wäre er noch nie gehabt. Hat aber sau viel Gold und keine Moonwells mehr.
Und da, die beiden scheinen wirklich konzentriert zu sein. Hochrote also. Köpfe sehen wir da. Ja. Ja. Jetzt geht's hier auf die Expansion. Oh, die kriegt natürlich sau viel Schaden hier. Ja, die Meatwagons ja. hauen guck natürlich dir rein. An. Guck dir das mal an. Ja, da repairt er eigentlich nichts mehr. Ist zu wenig mit drei Wisps. Ja, jetzt kommen noch die anderen Wisps nach. Nova durch und da fällt die Expansion vom Markt. Hat zwar noch 2000 Gold, aber ihm fehlt auch ein bisschen das Holz, muss man dazu sagen. Jetzt von hinten kommt er. Demon Hunter Level 5, haut hier so ein bisschen drauf. Der muss jetzt aber nochmal zurückziehen. Wo? Was macht er da? Was macht er da? Ja, und ja, die Chimären. Chimären haben keine Chance gegen die Gargoyles. Ganz üble Sache, ganz üble Sache. Hier die Abos in der Front, da steht Jan richtig gut. Die Gargs fliegen in die Chimäre rein. Die Chimäre wird direkt auseinandergenommen. 67 gegen 91 Supply. Hier die Manta jetzt Level 5 immer noch. Aber Panda Level 4 gerade eben angelangt. Kommt hier nochmal Breath of Fire? 64 gegen 61 jetzt. Ja, 89 sogar. 89. Und da portet sich Jan sicherheitshalber nochmal raus. Hat hier Angst. Um was genau eigentlich gab, das ist die Frage. Ich sehe es nicht. Wollte eigentlich nicht zu viel verlieren, glaube ich. Vielleicht hat er die Übersicht verloren. Das kann natürlich auch sein. Hat zwischendurch noch einen Bürger genutzt. Ja. Und zwei sind noch da. Er schielt auch immer wieder mal hier so auf die Bürger. Ich glaube, es bricht seine Konzentration. Ich glaube auch. Es ist auch sehr gemein, dem Jan wirklich vor die Nase so zwei Bürger zu legen. Ja, er riecht es halt auch. Das ist ja so, wie wenn man dem Mark einen nackten Mann vor die Augen steckt. Mann. Nur Spaß. Spaß muss sein. So, Demon Level 5. Da wird sich auch nicht so viel dran in der nächsten Zeit. Panda Level 4. Ja, der hat viel Mana. Ein paar Bären hat er mit bei sich. Zwei Dryaden hier. Hier eine Chimäre. Ja, wie sieht's hier aus? Tut sich gerade nicht so viel. Ich würde sagen, machen wir die Regie will Werbung machen, ja, oder? Ich würde sagen, machen wir ganz kurz. Meinst du, das ist eine gute Idee? Ja, ganz kurz zum Break. Kurzer Break und dann sind wir ganz gleich zurück. Und in der Zeit passiert natürlich eh nichts. Das heißt, ihr verpasst gar nichts. Screaming and hollering. How can this love become so paper thin? You're playing so hard to get. You're making me sweat just to hold your attention. I can't give you nothing more if you ain't giving nothing to me. Don't you know that? Im Kampf sind wir und befinden wir uns gerade. Deswegen gehen wir direkt wieder rein. Die beiden battlen sich gerade richtig krass. Es gab gerade ein kleines Aufeinandertreffen, ja. Muss man sagen. Ja. Und da ist was super Blödes passiert, ja. Nämlich. Jan hat einfach mal gedacht, okay, ich kämpfe ohne Gargoyles, hab aber 10 Stück. Ja, und jetzt setzte sie ein, hat dafür aber die Hälfte seiner Armee verloren. Hätte fast seine Heroes verloren, ja. Sogar. Musste sich zurückziehen zu seiner Echse in Sicherheit. Und ich habe noch gesagt, sag mal, wo sind eigentlich die Gargs? Ja. Und du so, ja, keine Ahnung, dann scrollen wir hoch. Und da ist halt, da sitzen 10 Gargs einfach in der, ja, Luft und machen gar nichts. Ganz bittere Aktion hier vom Jan. Deswegen ist das Spiel wieder offen. Es sah ja anfangs wirklich gut aus für den Jan. Der hat viel Supply gehabt, die Expansion abgerissen. Jetzt nur noch 47 zu 71, ja, für den Mark. Also das ist richtig gut. Aber die Heroes von Jan sind auch nicht zu verachten. Also 5 und 4. Ich sag mal so, Hut ab, aber wir sehen das hier, der Countdown läuft. Also, ne? Nicht mehr lange, da haben wir es. Ab Level 5 gibt es aber noch von Creeps Erfahrung, oder? Bis Level 5 und danach nicht mehr. Das heißt, er müsste jetzt gegnerische Einheiten. Genau, und das macht er jetzt hier mit dem kleinen Echolyten und sammelt noch ein bisschen. Dann können wir mal gucken. Ah. Ja, gab nochmal 3 XP, glaube ich. Und der Panda jetzt hier, ja, fast Level 5. Und ab Level 5 mit dem Breath of Fire Level 3 ist natürlich auch eine ganz üble Geschichte. Also, das wird sehr schwer für den Jan. Ja. Ich sehe es schon kommen, was wir uns anhören können. Alle werden schuld sein, wenn der Jan verloren hat, jo, kann ich schon mal sagen. Das Licht,
Die Luft, ja, das die Wasser, Wärme, die Burger, also, der Stuhl, die Werbung. Er sagt einfach, die Burger waren nicht aus Russland. Aus seinem Bereich, er hat die Burger von woanders holen müssen oder so. Ich weiß es nicht. Irgendeine Ausrede finde er. Es wird ganz bitter. Ich freue mich schon auf das Interview, wenn der Jan verloren hat. Oh ja, ich glaube, er wird schon ein bisschen traurig und wütend sein. Beides gleichzeitig. Bisschen. Er wird dann immer so leicht ausfällig. Ja, ja. Wenn der Marki da so einen kleinen Spruch zum Reizen ausbringt. Ja, ich freue mich schon. Ich freue mich auch. Deswegen gehen wir rein und schauen uns nochmal an, wie es denn hier aussieht. 49 Supply. Wir sind ein bisschen Profi im Markt, kann das sein? Nein, es ist einfach, ich halte einfach für den, der Erfolg hat. Okay. Was will ich denn mit Losern? Ja, da hast du recht. 60 Supply gegen 78. Und der Panda fast 5. Diamanta fast 6. Die Expansion läuft natürlich wieder. 7200 Gold ist noch drin. Auf der anderen Seite haben wir nur noch 4170. Und die Base ist abgeerntet. Das sehen wir nämlich hier auch. Ja, was er. Der kann er, weiß ich nicht, nach unten eben schicken. Eben hat der Marc kein Holz gehabt und sau viel Kohle. Jetzt hat er 3000 Holz fast und keine Kohle. Ja, so schnell kann das sich ändern. Jetzt sehen wir hier ein Upgrade nur. Ein Angriffs-Upgrade. 1-0. Da ging natürlich noch ein bisschen mehr. Hier sehen wir noch 0-0 auf allen Einheiten. Jetzt kommt der Demon Hunter hier. Ich würde sagen, als Strafe muss der Verlierer die Gurken essen. Das Problem ist, der Jan wird das nicht als Strafe empfinden. Ah, Mist, du hast recht. Mann, ist das blöd. Ja. Na gut, Marc verliert anscheinend nicht. Müssen wir was anderes einfallen. Oh, jetzt hier wieder das Schlachthaus, das Slaughterhaus im Angriff. Ja, das wird wahrscheinlich auch fallen. Hier dieses Säure-Upgrade, das sehen wir hier. Also gehen die Gebäude natürlich auch flott down. Jetzt geht's auch schon auf den Altar. Jetzt kommt Jan hoch. Mit den Abos, mit ein paar Gargs, also wirklich nur eine Hand, nicht mal, ja doch, aber doch, es sind einige. Aber was will er da jetzt machen? Das sieht nicht gut aus jetzt. Ja, das sieht wirklich nicht gut aus. Viele, viele Gebäude. So, jetzt kommt aber Jan von der Seite und der haut jetzt erst den Bären weg. Den muss er jetzt gleich stuffen, macht er nicht mehr. Da hat er den falschen weggestufft, seinen vollen Bären, der mit vollen Impfern unterwegs ist. Dann sehen wir Breath of Fire, der rockt natürlich schon übelst. Und sehen wir hier, geht's weiter, 74 gegen 68. Der Supply-Unterschied gar nicht mehr so groß. Kann es sein, dass dieser Breath of Fire so ein bisschen imbar ist? Ja. Also ich beschwere mich ja selber immer drüber, wenn ich selber gegen so einen Panda spiele. Aber okay. Kann man ja auch selber kaufen, ist aus der Taverne, ist ein neutraler Hero. Deswegen. Warum machst du es dann nicht? Ja, ist in Kombination mit meiner Rasse nicht so gut. Also in manchen Matchups ist er ganz gut. Zum Beispiel im Human Mirror. Aber gegen alle nicht so gut. Sehen wir nämlich jetzt hier den nächsten Go und da fällt der nächste Bär in dieser Sekunde. Und jetzt hier, die Chimäre fällt. Nein, die wird gestufft und schöner Breath of Fire. Guck dir das mal an, wie rot die Einheiten sind. Und die werden alle, die verlieren auch noch. Also verlieren wirklich alle Gargs. Dadurch, dass die Durianen hier perfekt stehen. Der Level 6 Demon Hunter hier, der rockt die Bude. Der Panda Level 5 Breath of Fire. Hier nochmal ein Dekar, port sich weg. 50 gegen 74 Supply. Und das sieht richtig gut aus, was der Mark hier fabriziert. Hat jetzt hier sein Ultimate gecastet. Aber ich glaube, der DK ist auch Level 6 schon, oder? Fast Level 6. Ja, 5,5 ist er schon. Aber ich meine, Ultimate Level 6 ist halt nicht so gut vom DK wie vom Demon Hunter, denn der rockt halt jetzt die Armee alleine. Also kann ja so eine Chimäre, so einen Frostworm mal eben so zerstören. Und der Lich, auf was ist der? Ich glaube, er ist 4 oder 5. Noch 4. Ist nicht ideal. So, jetzt der Bär, der wird gecallt und da stirbt er. Ja, hat er ja gut gesehen. Auge hat er. Ist ja ein alter Fußballer. Jetzt sind wir hier. Ja gut, wobei, hast du ihn schon mal Fußball spielen sehen? Er ist ja Torwart. Wenn man nicht läuft, dann ist man halt Torwart. Und jetzt sehen wir jetzt hier Nova Call auf dem Panda. Jetzt geht's hier auf die Base und die sollte gleich fallen. Oh, der Bär fällt dafür jetzt auch nochmal. Warum repariert er die Base nicht? Ich weiß auch nicht. Gut, er hat, glaube ich, repariert. Er hat nur einen einzigen Arbeiter da gehabt. Geht halt nicht ganz so viel. Jetzt ist das schon das GG jetzt? Oh, jetzt muss er ja gut. Wenn der Diamanter jetzt nicht verliert, sieht es natürlich ganz gut aus. Den sollte er aber beim besten Willen nicht verlieren. Er portet sich auch direkt raus. Geht wirklich auf Nummer sicher. Aber dafür verliert er, muss er sich quasi entscheiden. Nee. Hat es nochmal ganz knapp geschafft. 49 gegen 74. Er sieht wirklich, muss ganz ehrlich sagen, Marc hat heute wirklich einen guten Tag erwischt. Ja, Panda ist auch schon fast Level 6. Ja, und wenn der Level 6 wird, sag ich dir, dann ist das Spiel gelaufen. Kennst du das Ultimate? Nee. Verwandelt sich in 3 kleine Pandas. Und die haben halt so viele Fähigkeiten wie 10 Heroes auf einmal. Hm. Kann halt hier so Windwalk, die Gegner sich in einen hochfliegen lassen. Da kann so ziemlich alles. Also, aber muss man natürlich makromäßig auch fit sein. Ja, gut, muss man natürlich, aber wenn das Ding einmal da ist, das hier. Micro, was habe ich gesagt? Makro. Micro. Ich meine, Micro. Makro heißt es auf Russisch. Ja, stimmt. So, 5-4. Ja, und da steht. Was macht Jan da? Steht ich glaube, er hat keinen Bock mehr. Kann das sein? Mana Burn. Ich weiß nicht, ob er es einfach nur vercheckt hat. Jetzt klaut er noch ein bisschen Mana. Ich glaube, von der Dryade, wenn ich das richtig gesehen habe. So, jetzt kommt der Panda, kriegt wieder Nova Coil ab. Kommt er jetzt nochmal der Breath of Fire?
Ja, da sollte er. Nein, den stufft er direkt wieder raus. Hier die drei Bären. Die sollte jetzt mal hier wenigstens hier ein bisschen umworfen. Ja, das macht er jetzt hier in der Front. Zwei starke Bären. Hier die Abomination Feldgleich. Hier sind noch ein paar Gags dabei. Die konzentrieren sich aber nicht auf die Chimäre. Ja, die Front von Mark ist weg. Trotzdem mehr Supply. Der Demon Hunter Level 6. Der geht hier auf den Demon Hunter. Oh, der Frostman, der haut richtig rein. Jetzt hier. Der Demon Hunter muss sich porteln. Ja, der muss jetzt hier weg. Da fällt noch ein Gargoyle, aber es sieht wirklich nicht gut aus für den Jan. 31 Supply nur noch gegen 62. Also genau die Hälfte. Ja. Hier baut er einen neuen Bär nach. Hier baut er auch nochmal einen Bär nach. Also Dryaden hat er anscheinend genug. Die fallen auch nicht so schnell. Zumindest setzt er den mal gut ein. Ja, guck dir das mal an, der Destroyer fast down. Der Jan hat auch nicht mehr viel Gold in der Mine. 1300 ist halt. Ist halt nichts. Das ist halt unglaublich. Jetzt baut er zwei Crypt Fiends, aber wie fehlt den Necropolis hier? Also. Weiß nicht, wofür er die jetzt braucht. Crypt Fiends, ne? Will er vielleicht. Achso, will Arbeiter bauen. Wobei. Ne, hat er hier genug. Verstehe ich nicht jetzt gerade, wieso er die baut, aber können wir ja später fragen. Naja. Tieferer Sinn wird schon dahinter stecken. Oder auch nicht. Vielleicht will er die Chimäre da weghauen. Stört ihn so stark, dass er da. Ich weiß auch nicht. Ja, vor allen Dingen ist der Destroyer halt, den kann er eigentlich schon selber vernichten. Das bringt eigentlich nur noch Erfahrungspunkte. Das stimmt wohl. Ja, gut, er könnte natürlich mal keulen. Aber dann wäre sie schon wieder voll. Zumindest über 851 Hitpoints. Kommt aber noch nicht die Keule. So, und jetzt macht es Mark natürlich genau richtig. Kommt rüber jetzt hier zum Annet, zu Jan. Und er will's wissen. Er will's wissen. Sieht's aus? Ah, okay, er hat sich überlegt und geht jetzt rüber. Wir sehen hier in der Base, momentan nichts gebaut, keine Chimären. Und jetzt geht's hier auf die Nekropole. Ach, ich weiß, wie so einer gebaut hat. Damit Jan nicht sieht, damit Mark nicht sieht, was er für Gebäude hat, oder viele Gebäude noch hat. Wenn kein Hauptgebäude mehr da ist, dann kann man die Gebäude später alle sehen. So, und jetzt hier, Haupthaus wird angegriffen, das wird auch fallen, definitiv. Jan hingegen, ja, er kann halt einfach nichts machen, hat überhaupt gar keinen Townboard dabei, aber Level 5 nicht. Schon in Nova. Aber er will sich nicht geschlagen nehmen. Nein, garantiert nicht. Und jetzt geht's hier wirklich auf die restlichen Gebäude. Wir sehen hier viele Dryaden hinten. Der zwei Bären, der Panda Level 5, der Diamante Level 7. Also Level 7 ist halt unglaublich. Also den kann er einfach nicht mehr kaputt machen. So, und jetzt geht's. Es bringt auch nichts, immer die Bären zu kicken, weil der Mark halt im Gegensatz zum Jan immer wieder neue nachbauen kann. Ja. So, und jetzt geht's hier auf die Opfergrube. Sollte hier nochmal ein Mana-Burn kommen, ja. Mana vom DK ist komplett leer. Wann kann der Demon Hunter wieder das Ultimate machen? Er kann es jetzt wieder nutzen, er kann es jetzt wieder nutzen. Also ich glaube, die Zeitspanne war groß genug. Und ja, Mark traut sich. Er traut sich tatsächlich, er fightet gegen seinen Erzrivalen, gegen Jan Dominikus, gegen den Frogbender. Und es sieht wirklich gut aus hier. Die Dryaden fokussieren hier die Lufteinheiten. Chimera kommt wieder mit rein auf den Lichtlevel 5. Breath of Fire, erstmal Drunken Haze. Jetzt müsste gleich der Breath of Fire kommen. Na, guck jetzt mal an, wenn der Breath of Fire kommt, dann fällt nämlich die Hälfte hier wieder. Oh ja, da fällt ja auch der Licht gleich. Da muss aufpassen, letzte Griffin auch gefallen. 16 Supply, da fällt der Licht in diesem Moment. Und ich glaube, oh, da hat er gegen den Tisch getreten. Da hat er gegen den Tisch getreten. Das Studio hat kein GG. GG nach, wie viel waren es jetzt? 35 Minuten. Was für ein Kampf. Langes Ding. Unglaublich. Mark gegen Jan, zweiter Teil. Sieht richtig gut aus. Was es sah ja zwischendurch wirklich, bevor wir in die Werbung gegangen sind, sah es wirklich gut aus für den Jan. Ja. Aber dann hat er irgendwie seine Gargoyles irgendwo geparkt und keine Ahnung, was er gemacht hat. Ich sag's, vielleicht sollten wir die Burger aus seiner Sichtweite stellen. Oder sollen wir ihn einen geben, damit er vielleicht wieder neue Kraft soll? Also ich gehe da jetzt nicht rein, aber du kannst ja nicht. Das ist gerade wie so ein Löwe zur Fütterung. Also, du kannst gerne mal reingehen. Ich glaube, wir werden es gleich wiedersehen. Zumindest werden wir euch gleich wiedersehen. Ja, erstmal ein bisschen Werbung, ne? Genau, ja. Deswegen bis gleich. Viel Spaß.
Wir haben uns so ein bisschen mit den Händen hier begnügt, zumindest du, muss ich sagen. Jakshimash! So, wir müssen wieder wählen. Genau, dritte Map steht an. Ich bin dran, ne? Du bist dran. Ja, gespannt. Was kommt raus? Was kommt raus? Was kommt raus? Secret Valley. Secret Valley, dritte Map. Secret Valley. Ich mach einfach mal auf. Die beiden werden es ja gleich schon sehen. Noch nie gehört, die Map. Ist auch schon wieder eine von den neuen. Ja, ist eine recht neue Map. Und ich guck mal kurz, wo haben wir sie? Jetzt ist natürlich, wie immer, wenn einer mit zwei Siegen in Führung geht bei einem Best of Five, der Jan tierisch unter Druck. Der muss wirklich... Das ist jetzt natürlich ein Faktor. Marc kann jetzt locker herausspielen, weiß, er hat eine 2-0-Führung. Tut ihm nicht besonders weh, wenn er jetzt verliert. Ja. Aber Jan ist absoluter Katastrophenstart. Der ist jetzt unter Druck. Man kennt ihn ja eigentlich als ruhigen Typen. Ja. Wenn er nicht gerade verliert. Wenn er nicht gerade verliert oder Hunger hat. Oder Hunger hat. Und ich glaube, der ist jetzt momentan richtig stinksauer. Er hat ja gerade uns mal so im stillen Örtchen gesagt, dass er alles so geplant. Ja, ja. Alles so geplant. Natürlich. Alles so geplant. Kann man nur sagen, scheiß Plan. Ja. Ich sag mal direkt, have fun, good luck. Und deswegen starten wir direkt. Wir wollen natürlich, also ich würde mich freuen, wenn Jan wenigstens eine Ehrenmap holt, oder? Das Schlimme ist, was ihr jetzt da draußen nicht wisst, ist, was wir uns noch anhören müssen nach diesen Matches über Wochen hinweg vom Jan. Jedes Mal, wenn man ihn auf den Gang trifft, wird es ungefähr so einen Blick geben. Der kann überhaupt nichts, der Marc. Der kann gar nichts. Nichts kann der. Ich war viel besser. Ich habe nur Scheiß gemacht. Der hat nur Lack gehabt. Aber der kann gar nichts. So geht's die ganze Zeit. Ja, schlechter Tag und hier und da. Schlechter Tag. Die Maps waren auch nicht meine. Bildet er sich was drauf ein, dass er gewonnen hat. Dabei kann der gar nichts. Der glaubt, er hätte besser gespielt. Der hat überhaupt nicht gespielt. Ich habe einfach Scheiße gemacht. War alles mein Plan. Am Ende wird halt, ich kann dir jetzt schon sagen, am Ende wird er sagen, ich wollte auch mal, dass der Marc gewinnt. Das wird er nachher auch hundertprozentig sagen. Oder? Ich glaube schon. Er wird sagen, ja. Ich schon. Ja, mal gucken, ob er es wirklich sagt. Ich glaube schon. Ich bin gespannt. Wenn er jetzt wirklich verliert, glaube ich, sagt er nicht mehr so viel. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Also, ich muss abwarten. Also, jetzt noch nichts vorbei, denn 2-0 steht's und es ist ein Best of 5, deswegen ist noch alles drin. Und ja, wir sehen jetzt hier Marc als Ork. Das ist natürlich, ich denke, das, was er möchte. Auf der anderen Seite sehen wir hier Jan als Human. Und das sind die beiden Rassen, womit die beiden im Anführungszeichen geboren sind. Denn als Human ist Jan eigentlich damals, ja gut, er ist eigentlich als Ork geboren, aber ist eigentlich Human-Spieler. Und Marc auf der anderen Seite ist eigentlich der Ork-Spieler. Und also könnte jetzt sehr spannend werden. Könnte sehr spannend werden. Hier geht es nämlich dann wirklich, hier zeigen wir wirklich, wer der Beste ist. Und da schreibt er auch, Junge, ich mach dich jetzt so Platz, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das ist ja fast schon, wie ein Gedicht. Ja. Ja, und jetzt sagt er, weil du mich so flamest, sage ich dir nicht, welche Rasse ich habe. Das ist aber gemein. Also, bin ich ja sehr gespannt. Aber gut, er scoutet direkt. Also Jan ist direkt hier unterwegs, schickt den Militia los. Wir sehen hier Blade Master wieder ein Bild, Kaserne hier. Und ich glaube, Jan wird tauern. Du meinst ja, er wird sich jetzt irgendwas ausdenken. Ja, er muss sich was ausdenken. Also, wenn Jan 3-0 verliert, man muss ja sagen, Readmore, eine bekannte Szeneseite, über 70% haben auf Jan getippt. Wirklich? Wenn er 3-0 auf den Sack kriegt. Er hat den letzten Bürgerbecher auch 3-1 gewonnen. Also wenn er jetzt bei den Zuschauern oder bei der Fachpresse ist der Jan favorisiert. Definitiv. Hat, glaube ich, 73% gehabt oder 71. Also es wäre natürlich ein Riesenspektakel. Muss man einfach mal so hinstellen. Wir sehen nämlich jetzt hier Archmage, Foodman. Also ich glaube, er wird bis Tier 2 gehen und dann vielleicht einen Tier 2 Tower Rush ansetzen. Jetzt hier erstmal ein Creepset nehmen mit dem Archmage und dem Militia. Sollte jetzt hier nochmal einen weiteren Foodman und einen weiteren Arbeiter bauen. Das dauert hier ein bisschen zu lange für meinen Geschmack. Du bist ja Experte in Sachen Human, da gibt es ja nur wenige, die dir was vormachen können. Ja, es geht, ne? Ja, Bescheidenheit ist eine Tugend, aber warst ja mal wirklich einer der besten Human-Spieler in Deutschland und kennst dich natürlich aus. Kannst also sehr fachmännisch jetzt darüber berichten, was der Jan hier so macht? Ja, also creept erstmal relativ schlecht, denn das Waterman sollte natürlich direkt an den Creep stehen, damit der Creep das Waterman anschlägt, damit diese Einheiten keine Hitpoints verlieren. Denn die kosten natürlich Geld und das verschwindet irgendwann wieder das Waterlimit. Das läuft jetzt hier nicht so gut, denn die erste Militia, wir sehen hier, arg angeschwächt. Und wenn er sie mal braucht zum Kämpfen, ist sie natürlich sofort down. Auch der Footman noch viel wichtiger. Den braucht er nämlich im offenen Kampf. Ja. Das sind ja so Sachen, die hast du mir sogar damals beigebracht. Ja. Wie man, mit welcher Einheit man welche Creeps zuerst angreift. Genau. Was ich dann natürlich nicht gemacht habe, ich bin einfach trotzdem mit dem Death Knight einfach drauf. Jetzt kann natürlich hier der Marc mal einen oder anderen Arbeiter wegsnappen, denn hat genügend Mana für 3 Windwalks, wenn er jetzt ein bisschen Zeit lässt. Man kann ja hier so 2-3 Arbeiter kriegt er da schon. Und der Tower ist noch wirklich ganz am Anfang. Haben noch Zeit. Ja, Nummer 1 fällt. So, jetzt hat er ja ein Problem. Jetzt darf er ja nicht zu viele verlieren. Ah, das hätte der Marc ein bisschen besser machen können. Trotzdem, er ist dran und Jan muss sich hier zurück. Also, er kann nicht creepen.
Dann sehen wir, der nächste Arbeiter fällt auch noch. Hier sollte der Windwalk genutzt werden. Wo ist der Windwalk? Wo ist der Windwalk? Nutzt ihn nicht, läuft so weg. Muss zu der Map sagen, Sweet Valley, verstecktes Tal auf Deutsch. Hier ein Brunnen, hier oben links auch noch ein Brunnen. Damit kann man sich immer heilen. Also Mana gibt's hier nicht, aber Heilung. Und jetzt sehen wir hier Jan Creep weiter. Und was macht Mark eigentlich? Wo sind die Grunzer? Da sind sie. Drei Stück hat er fertig. Jetzt möchte er mit denen natürlich auch creepen gehen. So, der Blade Master steht da ganz unnötig. Also der steht da blöd rum. Könnte da viel mehr draus machen. Hallo? Ja, scheint so gerade ein bisschen ratlos zu sein. Ich glaube, er geht jetzt zum Shop, kauft sich da Boots und Staff of Teleportation. Da sehen wir Jan auch schon unterwegs. Und da ist der Mark aber ein Stück schneller. So, jetzt muss er hier Boots kaufen, Staff of Teleportation. Jetzt kann er vielleicht den einen oder anderen Footman noch klauen. Oder der will ja nicht tatsächlich hier creepen, oder? Er will Items kaufen. Er hat gesehen, okay, Boots sind weg. Was ist denn hier los? Er kauft noch was. Was hat er denn jetzt gekauft? Er hat gar nichts gekauft. Er wollte eigentlich die Boots kaufen, die jetzt hier der Blade Master schon gekauft hat. Und der Mark macht sich kaputt. Ja. Der schneidet eine kleine Grimasse. Konnte man jetzt leider nicht sehen, aber das fand er natürlich gut. Hat sich da in der Ecke des Shops versteckt und verfolgt jetzt hier die Einheiten vom Jan auf Schritt und Tritt und guckt, was der so macht. Was hat sich der Jan jetzt gekauft? Ah, jetzt hat er sich die Boots gekauft. Und Dust of Appearance. Und da kommt er von hinten mit den Grunts jetzt. Ja, da kriegt er den ersten Footman direkt down. Also Mark ist einfach in bestechender Form, wirklich in bestechender Form. Sehen wir hier, geht's weiter auf den nächsten Creep. Und den kriegt er auch noch tatsächlich down. Ja. Und aber der Blade Master muss aufpassen. Ja, hat aber noch genügend Windwalks. Also den kann er jetzt hier mal benutzen. Sogar schleunigst. Ja, da zieht er sich zurück. Mit den Boots ist der Blade Master einfach unheimlich schnell. Jetzt geht so ein bisschen auf den Arc. Jetzt muss er auf die Grunts aufpassen. Leicht, ja, er baut noch einen nach. Wo ist der Second Tier? Ihm fehlt noch ein bisschen Gold, dann könnte er jetzt kommen. Ja, jetzt könnte er ihn bauen. Ja, da kommt. Also in der Sekunde, wo es ging, auch direkt gebaut, TC direkt im Bild. Also wenn man mal davon ausgeht, wie die sich vorbereitet haben, anhand des Videos, das wir zu Beginn gesehen haben, dann kann man ja schon sagen, Jan hat da so ein bisschen, war so ein bisschen arrogant. Ne? Erinnert mich so an Mike Tyson zu Zeiten, wo er nur noch Ohren abgebissen hat. Ja. Satt vom Siegen. Und dann hat er das Training schleifen lassen. Vielleicht ist ja das wirklich einer der Punkte, warum der Jan heute hier verliert. Ich denke auch. Also falsche Mentalität, falsche Einstellung. Ich weiß nicht. Aber jetzt fällt hier, wenn er noch ein bisschen Pech hat, gleich die Voodoo Launch. Oh, ganz knappes Ding. Ja, die fällt. Natürlich jetzt ganz bitter für ihn. Kann es jetzt gleich nicht mehr heilen. Jetzt geht's wieder auf den Archmage. Aber der hat natürlich auch Boots, der kommt schnell weg. Und das sollte jetzt auch der Second Hero gleich von Jan kommen. Naja, der Tech ist bald abgeschlossen. Geht's auf den nächsten Footman. Na, den brauchst du nicht blocken, da brauchst du nur draufschlagen. Ah, jetzt ist der Tech abgeschlossen. Er sollte einfach mal auf den Footman schlagen, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Schlag doch drauf. Ja, jetzt schlägt er drauf. So ein Schlag noch oder zwei höchstens. Ja, aber Jan macht es gut. Blockt ihn mit dem Water Element in den jetzt Weg. Jetzt aber Windwalk. Dafür kennen wir den Blade Master. Da schnappt er sich noch den nächsten Footman. Ja, Voodoo Launch wird nachgebaut. TC ist auch angriffsbereit. Er sollte natürlich jetzt auch mal ein Beastie respawnen. Und vielleicht ein Spirit Lodge, um einen Caster bauen zu können. So, wo ist er? Da ist das Beastery. Und Mark spielt einfach nur Grunt Raider. Hier sehen wir zwei Arcane Sacken. Das macht Jan jetzt wiederum besser. Fast Build, damit er schnell Sorks hat. Einen gewissen Sorks. Die slowen natürlich alles. Also alles schön langsam. Da hat er natürlich einen großen Problem. Jetzt muss er hier auch einen Grunt aufpassen. Was macht er da mit dem Grunt? Ah. Oh, den verliert er. Nee. Oh, ganz knappes Ding. Ja. Also geht ein großes Risiko ein. Jetzt sehen wir hier den Firelord als. Und, was sagst du dazu? Ist eine vernünftige Wahl. Also Vulkanus heißt er mit Namen. Kann man spielen. Hier die Spawns duplizieren sich nach 12 Schlägen. Wenn er, haben wir dann direkt zwei. Und wenn er kann noch, gleich noch einen, dann könnte er natürlich direkt vier hinkriegen, wenn er es gut anstellt. Und wenn er einfach wenn einmal zu viele sind, dann hätte ich ein Problem. Dagegen braucht er eigentlich dann auch Caster, wie zum Beispiel die Schamanen oder die Spirit Walker. Davon hat er nicht mehr das Gebäude, fehlt sogar die Spirit Lodge. Und daher sollte der jetzt. Oh ja, und da kommt der Tower Rush, ich hab's dir gesagt. Jan towert ihn auf Tier 2 mit dem Second Hero und der ist dabei, ihn zu towern. Hier sehen wir hier die Tower im eigenen Inventar, die setzt er auf, das sind so Fast Tower. Die muss er jetzt hier eben nur noch umwandeln. Oh, wie geht das denn? Das ist ja geil. Kann er aus dem Shop, aus dem Human Shop kaufen. Ja, sehen wir, ein Orkboro kommt weit genug. Oh, da muss jetzt hier die Wave. Wo ist die Wave? Wo ist die Wave? Ich sehe sie immer noch nicht. Wo bleibt die Wave? Schöne Wave, da hat er wirklich gut durchgeschossen. Jetzt sehen wir, hier geht's auf den Archmage. Die Tower werden noch nicht ausgebildet. Oh, den Grunt muss er kicken, da unten fällt der Grunt. Da fällt auch gleich der nächste. 31 noch gegen 38 von Jan. Oh, schöne Wave schon wieder. Aber der Jan hier einfach mit der Riesenüberzahl. Ja. Das ist ein. Das sieht nicht gut aus. Da kommt jetzt hier Mark ein paar Peons noch mit dazu. Beide hier mit Arbeitern dabei. Die Grunts sollte er jetzt hier wegziehen. Jetzt siehst du, jetzt duplizieren die Spawns sich. Ja, da verliert er. Das ist der dritte Grunt, glaube ich, den er jetzt hier. Ich glaube sogar schon mehr. Also es waren auf jeden Fall einige.
Und jetzt sehen wir, hier wird ein Grunt nachgebaut, 3 Grunts, aber keine Raider werden gebaut, keine Defensiv-Tower, fehlt da sogar noch die Wormel. So, TC noch Level 1, Spawns fallen jetzt hier. Der Blade Master auch böse angeschlagen, allerdings die Tower, die stehen nicht. Ja, ja gut, er sollte jetzt einfach mal Mana-Pot kaufen und dann hier nochmal eine Wave durchsetzen, aber momentan versiebt er das noch so ein bisschen. Ja, er ist auch kurz dabei, noch seinen Blade Master ganz zu trainieren. Ganz knappes Ding, ganz knappes Ding. Level 2 jetzt für den TC, da fällt nochmal ein Footman. Was ist denn, was holt er da als zweites Skill? Für den Firelord? Nein, für den Firelord. Achso, Firelord, ja, Soulburn geht, dann kann er die Skills nicht mehr werfen, also zum Beispiel keine Wave mehr setzen für einen bestimmten Zeitraum. Oder immer mit dem Last Hit kommt so eine kleine Explosion, um alle Einheiten, die drumherum sind, kriegen ein bisschen Schaden. Oh, und jetzt Schaden. Verliert er noch den TC. Er verliert noch den TC. Ganz knapp kommt er weg. Ja, und der, und meinst du, den hätte er nicht noch gekriegt? Ah, der hat die Aura, damit ist er ein bisschen schneller. Jetzt haben wir hier 32 gegen 32. Und verliert er wahrscheinlich noch Grunts. Ja, ganz unnötig, muss man auch dazu sagen. Ja, und da geht noch ein Grunt gekickt. Jan hat 1000 Gold, ihm fehlt aber ein Warum baut er jetzt den Tower nicht zu einem Angriffstower aus? Ihm fehlt das Holz, ihm fehlt ein Holz. Jetzt fehlt ihm einiges, jetzt fehlt ihm direkt 40. So, jetzt geht's hier auf den Shop, kann er noch was einkaufen, da muss er sich beeilen. Ja, hat er noch was gekriegt. So, und dieser Raider, der ist natürlich jetzt ganz unnötig. Dann sollte er jetzt mal, ja, früher weg. Da hier diesen Footman, der fällt auch noch, da fällt jetzt zwar der Raider, aber beide mit 32 Supply unterwegs. Dafür Jan aber hier besser am Stehen, der baut jetzt hier Tower nach. Und jetzt kriegt er auch ein bisschen Holz nach. Baut aber keine Arbeiter. Ich muss einen Arbeiter bauen. Wo sind die Footmen? Das fehlt einfach momentan. Und da geht's auf den nächsten Grunt. Den verliert Jan jetzt auch schon wieder. 36 jetzt gegen 32. Das Burrow darf jetzt nicht fallen. Hier die Arbeiter. Muss er nachbauen. Ich sehe keinen. Und jetzt geht's aufs Burrow. Das sollte fallen. Das Burrow geht kaputt. Ganz unnötige Situation hier, die wir teilweise sehen. Ich glaube, Mark hat hier schon ein bisschen aufgegeben. Das ist das, was wir gesagt haben. Mark tut das nicht so weh. Er führt 2-0. Ja. Wir spielen hier Best of 5. Das heißt, er braucht nur noch eine Map, um zu siegen. So und vielleicht deshalb auch ein bisschen fahrlässig. Ja. Ja, da geht der Plan von Jan vielleicht doch noch auf. Das wäre natürlich ein unglaubliches Comeback, wenn dieses, wenn dieser Burger Bash tatsächlich über 5 Maps geht. Haben wir überhaupt so viel Zeit? Ich glaube eigentlich nicht. Aber wer hat damit gerechnet, dass Jan das Mark 2 Maps wird? Ja. Ja? So eine Sache. 42 gegen 38, ja gut. Das ist, ne? Jetzt, die Burrows darf der Mark eigentlich nicht verlieren. Musste eigentlich repairen die ganze Zeit. Das kriegt er momentan nicht so gut hin. So, der TC, der steht hier ein bisschen doof hin. Ja, das ist schon so eine kleine Aufgabe. Ja. Vielleicht sollte man den Spielern mal sagen, dass sie nicht, wenn Hopfen und Malz verloren ist, dass sie dann wirklich auch GG schreiben. Ja, ja. Weil wir haben natürlich hier das Problem mit der Zeit und wollen natürlich alle Karten zeigen. Und dann sind so Eitelkeiten, bis zur letzten Einheit zu kämpfen, vielleicht etwas unangebracht. Ne? 32 gegen 40. Jetzt kommt nochmal eine Wave, denke ich. Setzt er schön von der Seite hoch. Ja, die kam natürlich jetzt gut. Ja, die kam nicht so gut. Die hat, glaube ich, kaum getroffen, oder? Das ging. Also kam an der Seite schon einige getroffen. Aber naja, ich muss sagen, die eine Wave bringt halt auch nicht so viel. Hier wieder durch. Ja. Einigermaßen okay. Jetzt sind wir 26 gegen 43. Also ich denke nicht, dass da noch viel geht. Sollte jetzt mal hier ein bisschen auf dem Arc-Match aufpassen. Jetzt dupliziert sich hier das Spawn nochmal. Das ist natürlich jetzt auch ganz übel. Mach ich wieder 2. Fällt der Raider 43 gegen 20 Supply. Ja, und ich muss einfach sagen, Marc, das Ding holst du nicht mehr. Das sieht verloren aus. TC Level 2 fällt in diesem Moment. Hier sollte eigentlich alles gelaufen sein. Der erste Tower ist endlich durch. Ja, jetzt kann Mark eigentlich rausgehen. Jan muss jetzt hier einfach nur noch A-Klick machen. Und dann ist das Ding gelaufen. Ja, Soulburn jetzt gerade nochmal drauf. Das sehen wir hier. Es ist Seelenbrand. Und die Burrows werden auch wieder abgerissen. Also, Mark jetzt hier wirklich mit nichts mehr. Hat nur noch einen Blade Master, baut gerade sein TC nach. Burrow wird direkt abgebrochen. Und hier die Spawns sind auch mittlerweile schon Level 2. Mann. Ja, jetzt macht er hier Mass Repair, also ich glaube, da kann er nicht mehr viel holen. Mark, das Ding ist verloren. Gib's auf. 23 gegen 45 Supply. GG. Da ist das GG. 2 zu 1 jetzt hier nur noch für Mark. Das wird richtig eng. Ja, Jan hat den Anschluss. 12 Minuten gegen die Map. Gepackt. Hast du jetzt das Replay nicht gespeichert? Ja, kann ich noch mit Last Replay, Replay zu. Ja. Hast du noch gesagt. Müssen wir abgeben an die angeschlossenen Werbe? Ja, machen wir kurz Werbung, dann sind wir gleich zurück. Losen eine Map aus und dann gibt es direkt die vierte Map des heutigen Abends. Bis gleich.
Aufgrund der Zeitprobleme haben wir jetzt die Map schon mal gelost in der Werbepause und auch das Spiel schon gestartet. Und zwar ist die Map, die jetzt gezockt wird, die vierte Map Lost Temple. Ich glaube, die bekannteste Map aller Zeiten, oder? Was Starcraft und Warcraft 3 sogar, da weiß sogar ich, wo Norden und Süden ist. Und ich denke, da werdet ihr euch alle sehr heimisch fühlen. Und Marc und Jan sind schon drin, haben gerade eben gestartet. Wir wollen hier jetzt keine Zeit mehr verschwenden, denn falls Jan tatsächlich noch die nächste Map gewinnen sollte, steht es 2-2. Und dann haben wir die alles entscheidende Map. Die wollen wir euch natürlich noch zeigen. Deswegen gehen wir direkt rein und schauen uns an, wie es bei den beiden Jungs steht. Ich sehe schon oben Jan als Human wieder gestartet. Ich glaube, er hat... Hat gerade Blut geleckt, so kann man sagen. Also ich habe ja gesagt, das ist eigentlich damals seine beste Rasse, mit der er gestartet hat. Vielleicht hat er jetzt gedacht, okay, am Anfang spiele ich ein bisschen mit dem Jag, aber dann hat er gesehen, das ist doch ganz gut. Ich bin gespannt, was er sich jetzt einfallen lässt. Du hattest ja recht mit dem Tower, auch wenn das Tower nicht ganz so geklappt hat, aber hattest auf jeden Fall recht mit dem Tower Rush. Ja, also er hat es versucht, hat einen Tower durchgekriegt, aber das lenkt natürlich auch ab von den Arbeiter. Ich muss ja sagen, eine Wave geht durch 8 Einheiten maximal. Ja. Und wenn die Einheiten immer die Arbeiter sind, dann sind die richtigen Einheiten, die starken, halt alle noch gut, also alle noch mit vollen Hitpoints. Ja, dann hat er schon mal ganz schnell ein Problem. Jetzt sehen wir hier einen Archmage, Footman. Dann Seite sehen wir Marc wieder als Nachtelfen. Und ja gut, es ist jetzt natürlich so, es ist ein bisschen wie beim Fußball, der Anschlusstreffer, da führt einer 2-0, dann fällt das 2-1. Jetzt ist natürlich die Motivation wieder verteilt. Jetzt ist der Jan wieder hochmotiviert und glaubt vielleicht doch wieder an den Sieg. Und das wird man jetzt auf jeden Fall sehen, wer jetzt hier moralisch vorne liegt auch. Ja, ich glaube, Marc wird jetzt natürlich auch ein bisschen nervöser. Also er weiß, jetzt muss er eigentlich schon ziehen. Und wenn er jetzt noch ein 2-2 zulässt, dann, ich glaube, da machen seine Nerven nicht mehr mit. Ja. Also, ja, das kann sein. Also es ist natürlich, wenn man erstmal 2-0 führt und dann noch den Ausgleich kassiert, das ist natürlich ein derber Dämpfer. Ja, definitiv. Das heißt, dann hätte Jan natürlich definitiv einen Vorteil, glaube ich, zumindest moralisch gesehen, bei der fünften Map. Also er ist ja der relaxte Typ, er hat gerade nochmal eine Prinzenrolle reingedrückt. Nicht, du meinst eine ganze Packung? Ja, meine ich, natürlich. Ja, ja, nee, also ein so ein Ding ist ja für den Nachtstar jetzt jede Minute oder so, ich weiß es gar nicht. Nacht auf jeden Fall sehr viel. So, jetzt creept Jan und unten kommt auch schon der Diamanter. Er läuft hoch. Möchte jetzt hier noch ein bisschen was abfangen. Ich glaube, da kriegt er hin. Also zumindest kommt er noch in Time, dass er wenigstens einen oder anderen Creep noch vielleicht klauen kann. Also, das Waterman ist schon gefallen. Jetzt geht's hier auf die Footman, jetzt auf die Arbeiter. Fallen die ersten beiden Creeps und jetzt kommt Marc in wenigen Sekunden an. So, dieser Creep, na, der wird auch noch fallen, bevor der Marc da eingreifen kann und den letzten Creep, der sollte mit Mana burnen. Mit Mana burnen. Nein, hol es nicht mit Mana Burn, dafür Level geht auf die Arbeit. Level 2 Archmage. Ja. Das ging flott. Ja, das ging flott. Dieser Creepspot genau so ausgerichtet, dass man Level 2 erreicht. Jetzt muss natürlich Marc hier die Arbeiter kicken, damit Jan hier ein Problem hat zu expandieren. So, und das sollte er wenigstens mit dem hier noch schaffen. Knapp. Ja, da kriegt er hin. 2 Arbeiter gefallen, ist schon mal okay. Jetzt muss er. Und Jan techt direkt auf Tier 2. Mit wie vielen Arbeitern? Mit genau 4, 7. 7, da muss aber irgendwo ein 8er sein. Scout-Arbeiter, ja, genau der. Ja, wir sehen Marc. Wollte Druck ausüben, Mass Huntress. Und, hat nicht ganz geklappt. Ja, also er will sie jetzt einsetzen, aber das ist natürlich nur gut gegen eine Expansion. Und die setzt Jan momentan nicht an. Von daher macht Marc da einen kleinen Fehler, falsche Strategie. Jan hingegen hat es gesehen, hat es ja gescoutet mit dem Arbeiter und denkt sich, okay, der Junge macht Mass Tier 1, dann gehe ich einfach auf Tier 2 und habe gleich die besseren Einheiten auf Tier 2. Und dann können die Mass Huntress mir, sonst wohin. Sind jetzt hier Level 2 jetzt, Level 1 Diamanter. Und der möchte wissen, ob er expandiert, oder? Was macht er da? Ah, Diamanter auf der Pirsch. Geht er Boots kaufen oder Stuff of Teleportation? Bin mir noch nicht ganz sicher. Ja gut, jetzt kann natürlich der Marc hier hochlaufen und schön die Arbeiter angreifen. Jetzt kommt nämlich jetzt erst der Tower, der Scout Tower, der Kontrollturm. Bis das natürlich alles mal hier fertig ist, das dauert seine Zeit. Und jetzt kommt der Staff of Teleportation, kann er auf die Huntress porten und dann kann er hier in der Base wirklich wüten. Jan hingegen ist nämlich ziemlich weit weg von seiner Base. So, jetzt sollte er direkt hochgehen. Dauert ein bisschen lang für meinen Geschmack. So, jetzt hat er es gemerkt und jetzt sollte der Staff of Teleportation genutzt werden. Nein, er läuft so. Wie oft kann er den benutzen, den Staff of Teleportation? Also, es hat einen Cooldown immer, ich glaube, von 45 Sekunden. Steht ja. Ja. Vielleicht auch eine Minute, bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist durchaus öfter mal benutzbar. Jetzt sehen wir hier, zweiter Arbeiter fällt. Und Jan hat keinen Scan. Also die Huntress können sich in der Nacht ja unsichtbar machen. Mhm. Und das ist das Problem, was er hat. Na, da hätte der Huntress eigentlich sogar drin bleiben können. Jetzt geht's auf den Archmage. Da muss er aber, da darf er jetzt nicht zu viele Hits kassieren. Ja, der Diamanter kommt durch, ist drin. Oh, Immolation, sehr schöner Skill. Wir sehen jetzt, hier wird alles angefressen. Alles verliert so ein bisschen was an Hitpoints.
Und jetzt kommt schon der Stuff of Teleportation. Das macht Mark richtig gut. Also, richtige Wahl hier. Die Handlers müssen natürlich ein bisschen aufpassen. Heiden sich. Und jetzt könnte er natürlich jetzt hier unten einen Arbeiter hinschicken. Dann kann er scannen. Und das macht er mit der Militia. Das sieht nicht gut aus für die Handlers. Sobald er sie bewegt, sieht er sie natürlich. Ich würde sagen, diese muss er hochziehen, damit er die nach unten kriegt. Sonst ist es eigentlich Geschichte. Eine wird er auf jeden Fall verlieren, nehme ich mal an. Ja, er verliert beide. Da ist der Jan einfach tricky. Jetzt kommt der Scan. Ja. Und dann möchte er hier nochmal raus. Ja, könnte noch was gehen. Oh nein, das kann nicht sein. Kommt mit beiden Huntress weg. Unglaublich hier, was Mark doch nochmal für ein Muzzle hat. Also, hat er ja nicht aufgepasst. Aber wer eigentlich ja, Mark grinst nur. Da haben wir eben mal hingeguckt. Freut sich natürlich. Ja, also, wie gesagt, also der ist natürlich auch heiß. Der möchte das Ding heute gewinnen. Level 2 jetzt für den Demon Hunter. Claws of Attack natürlich auch nicht zu verachten. Also, gerade für den Demon Hunter ein gutes Item. Hier sehen wir die Expansion im Bau, direkt hier an die Choke, die lässt dann gleich runter purzeln, setzt hier rein, creept mittendrin noch mit dem Engine of Lore, Tree of Life natürlich. Dann hat er natürlich auch die Expansion, die der Mark, die er ja noch gar nicht hat. Wir sehen hier, Tier 3 Tech plus 2 Engine of Lores, also ich muss sagen, Marc macht hier wirklich ein gutes Spiel. Ja, will das Ganze hier für die Regie und für uns so angenehm wie möglich machen, ja. Das heißt, es wird vielleicht eine Punktlandung. Und das wäre natürlich schon krass, ein 3-1-Sieg. Wer hätte das gedacht? Oh, da kommt der MK, Bolt. Jetzt muss er sich aber schnell porten, das ist uns eng. Oh, und das dauert zu lang. Der kommt noch weg. Muss ich nicht mal porten. Schönes Ding hier vom Mann. Ich glaube, man kann auch wirklich sagen, der Jan hat heute wirklich einen ganz, ganz schlechten Tag. Ja. Da sind viele kleine Flüchtigkeitsfehler, die aber im Großen und Ganzen dann den Unterschied machen. Ich glaube aber, wie du gesagt hast, er hat ein bisschen zu arrogant reagiert. Hat dachte, den mache ich sowieso lang. Kommt vor dem Fall. Ja. Ja, und jetzt hat er natürlich das Problem, dass er jetzt hier gerade gegen Mark ganz schön auf den Sack bekommt. Na gut, der sollte jetzt ein bisschen weiter zurückziehen, außer Reichweite des Towers. So, und ich glaube, Jan möchte jetzt hier außen links expandieren. Fehlt noch ein bisschen das Holz. Jetzt schickt er hier ein paar Militia raus. Erster Arcane Sanctum. Ja, und da sehen wir, die Lores sind fertig. Jetzt sollte Jan, der Mark aber auch mal pumpen. Muss die ersten Einheiten bauen. Was macht dieser Demon Hunter hier gerade? Ja, und da kommt direkt das Upgrade für die Bären, Adept Upgrade, damit er gleich direkt Heilung hat. Second Hero sehe ich nicht. Da wäre natürlich momentan zum Beispiel sehr gut der Hüter des Heinz mit dem Entangle. Mhm. Wenn man so schön einwurzeln die Rifemen, dann fokussieren, dann geht da nicht viel. Also Mark, bau jetzt endlich, sonst wäre ich nämlich sauer. Weil wenn nämlich jetzt der Jan kommt, dann hat nämlich Mark das verloren. Und nur deswegen, weil er nichts baut. Jetzt baut er Dryaden. Also ich hätte ja direkt Bären gebaut, aber naja, Mark, ne? Tree of Life fertig und Jan kommt natürlich genau im richtigen Moment. Ja, jetzt muss der Jan aber auch noch ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu viel verliert. Tree of Life, ja, der wird wahrscheinlich fallen. Und Mark muss einfach Bären bauen, das ist natürlich jetzt gerade viel wichtiger. Ich glaube es nicht. Level 2 Demon Hunter gefallen. Da kann man sich nur an den Kopf klatschen. Nee, aber sowas von. Total unnötig. Ah, ich verstehe das nicht. Also jetzt gibt das Spiel gerade so krass aus der Hand. Also 30 Supply, er baut jetzt nur Dryaden. Und ich sag's dir, er muss Bären bauen. Bären gegen Rifleman. Und jetzt hat er hier ein paar Dryaden. Der Tree of Life fällt. Muss diese beiden AOWs gleich ausnutzen. Dann baut sogar Huntress daraus. Und jetzt baut endlich Bären. Endlich, bitte. Master Upgrade baut er gerade. Also er könnte jetzt gleich Master Bären haben. Jetzt geht's auf die Moonwells. Master Bären. So, jetzt kommt der erste Bär. Hier sind noch zwei Huntress, die sind geschwächt. Das Moonwell, wenn das fällt, ist nicht ganz so tragisch. Er kann sowieso nicht mehr so viel bauen. Fehlt ein bisschen das Gold und alles. Hier fällt sogar tatsächlich noch mal. Das kann nicht sein, oder? Den kickt er noch. Und jetzt geht's aufs nächste Moonwell. Jetzt muss er aber aufpassen. Jetzt darf er nicht noch ein Moonwell verlieren. Ah, Mastercraft für die Bären ist durch. Huntress hier geboltet. Demon Hunter kommt bald wieder und er heilt die Moonwells nicht. Bau noch ein bisschen Bär nach. Bau doch einfach noch mal einen Bär nach. Und da fällt das nächste Moonwell. Ja, das sieht jetzt, bitter aus. Das war jetzt nicht. Jetzt sehen wir es, er hat schon zu viel Supply. 33 zu 30. Er ging 34. Ja, also supplymäßig geht's noch, aber jetzt ist auch Jan hier mit der Expansion unterwegs. Und jetzt ein großer Vorteil für Jan. Jetzt muss er Druck machen. Ja, jetzt muss Mark eigentlich jetzt hier noch mal zurückkommen. Also muss wirklich jetzt versuchen, das Ding hier zu nehmen. Möchte Jan noch nicht creepen, oder? Ist auch verrückt. 34 gegen 35. Aber ja, wird hinten gecreepjacked. Aber der DH hält natürlich auch ein bisschen was aus. Port sich jetzt hier raus. Level 3 Demon Hunter wird aber trotzdem arg angeschlagen.
Driveman fällt nicht mehr. 34 gegen ganze 34. Beide mit gleichen Zipfer unterwegs. Fehlen ihm jetzt die Moonwells. Da werden zwei nachgebaut. Na gut, da ist er schon mal wenigstens in Time. Der hätte Mark echt viel mehr draus machen können. Viel mehr. So, Review hat er jetzt gleich nochmal. Können wir nochmal einen Bären nachbauen? Ja, nein, der war. Am besten, wenn ich verstehe nicht, wieso er Dryaden baut. Also ich meine, es gibt wenig Leute, die besser wissen als Mark, dass Bären immer sind, oder? Dachte ich zumindest immer. Dryaden sind halt wirklich eigentlich nur gut gegen Caster und hat halt einfach Rifleman hauptsächlich. Den schönen großen Kanonenröhren da. Also, ich verstehe es nicht. Ja, du guckst mich an, ich kann da auch nur mit dem Kopf schütteln. Ja. Vielleicht will der Mark es spannend machen. Ich glaube auch. Ich habe ein bisschen so das Gefühl. Ich möchte jetzt auch noch mal expandieren, glaube ich. Es ist natürlich die Frage, ob es zu einer entscheidenden fünften Map kommt oder ob Mark hier vorzeitig als Gewinner davon marschiert. Das ist die Frage. Und momentan sieht es so aus, als ob wir noch eine fünfte Map sehen, wenn wir noch die Zeit haben, was ich fast schon bezweifle. Ich denke auch fast. Deswegen muss er jetzt hier Mark doch mal Gas geben. Jetzt möchte Mark hier in der Mitte creepen. Was kommt nach der Sendung hier? Da fragst du mich gerade was. Sag mal, kann man nicht einfach Zeit klauen? Eigentlich nur noch schon, oder? Das ist ja so spannend. Ja. Und Thomas Gottschalk überzieht ja auch manchmal und dabei ist es nicht spannend. Also. Ja gut, aber ich meine, das ist vielleicht nicht unser Alter. Zielgruppe und so. So. Jetzt sehen wir hier Book of the Dead. Das ist natürlich jetzt schon ein sehr gutes Item. Priests haben kein Adapt-Upgrade, kann er nicht dispeln, die Bücher. Und er baut auch gar kein Upgrade dafür. So, also ich glaube, wenn der Mark das richtig gut anstellt, sich hier zur Expansion reinstellt, das Book of the Dead auspackt, dann geht da noch was. Dann geht da wirklich noch was. Dann könnte er das Ding jetzt hier gleich nochmal nach Hause nehmen. Lässt die schlechten Items jetzt hier liegen, hat noch einen Mana-Pot gefunden. Ja, Mark, jetzt liegt's an dir. Expansion setzt du gerade nochmal im Bau. Wenn er die durchkriegt, ist er vielleicht nochmal zurück im Spiel. Ja, denke ich auch. Er muss jetzt wirklich nur einen guten Fight machen, denn vom Supplier sind sie sehr ähnlich, 53 gegen 47. Und da muss er jetzt wirklich einfach auch mal hier seine Bären, genau, da kommt er wieder nach. Und ja, es sieht nicht schlecht aus, auf jeden Fall hier jetzt auf dem Weg wahrscheinlich zur Expansion oder zum Shop. Geht jetzt ein Creepjack an. Er möchte ihn ansetzen, den Creepjack. Muss aber jetzt auch ein bisschen auf den Diamant aufpassen. Wenn er hier so Bowls abkriegt, dann ist natürlich auch nicht ganz so angenehm. So, und ja, ihr geht ja auf die Priest mit den Dryaden. Die fällt natürlich auch jetzt hier, geht's auf die Huntress. Wo ist der Bär? Er sollte jetzt hier auch mal zum Master-Upgrade, also hier zum Master-Bären umgemorpht werden. Na, was passiert denn da mit dem anderen Bären? Mein Gott, die Mark. Der Bär, ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. Ich hatte einen Stuff-Teleportation. Bolt noch mal drauf und der ist... Oh, ja, der gestuckt. Schönes Ding, ganz knapp gemacht, aber es hat gereicht. Ja, jetzt geht's hier auf den Breaker, der fällt auch noch. 51, 48 gegen 48, also ganz enges Ding jetzt hier nochmal. Und jetzt muss sich Jan doch porten. 45 gegen 48 Supply. Und jetzt sollte Jan zu Expansion hochlaufen und da überhaupt gar keine Zeit verschwenden. Du meinst Mark? Mark, natürlich Mark. Hier mit den Nachtelfen und der sollte hoch. Und dann, ich würde jetzt wirklich diese Expansion versuchen abzureißen. Hat den Vorteil, hat mehr Einheiten gerade im Petto. Und die Bär, ja gut, also das darf halt nicht passieren. Die müssen Waypoint, müssen sie eigentlich wirklich auf dem Diamante haben. Und jetzt geht's hier aber zur Sache an der Echse. Ja, jetzt wird's gerade mal richtig spannend. Jan kommt nochmal zurück, kommt von links nochmal und flankiert jetzt hier den Demon Hunter, aber das... Also der Demon Hunter hält auch sau viel aus, wir sehen's hier gerade. Kein Mana mehr auf dem MK, der hat mal Mana Burn von 145 abbekommen. Jetzt hier nochmal, Priest hat nur 65 Mana, fällt jetzt auch gleich, ja. Die Huntress heilt hier Mark auch noch sau schön, also das sieht richtig gut aus, was der Mark hier gerade macht. Wir sehen, hier kommen sogar die Militia von Jan runter. So, und der Demon Hunter nähert sich immer mehr Level 6, also wenn der Level 6 wird, dann sehe ich hier wirklich schwarz für den Jan. Mana Burn nochmal. Jetzt hier muss auf die Dryaden ein bisschen aufpassen. 44 gegen 50. Level 6 für den Demon Hunter. Der konnte jetzt seinen Metamorph einsetzen. Dann Level 6 Ultimate. Da ist es. Und da kommt es. Ich fass es nicht. Und das sieht jetzt richtig übel aus. Also ich weiß nicht, ob da noch was geht für den Jan. 44 Supply gegen 52. Aber hier dieser Level 6 Metamorph. Der Bär wird hier von hunderten Militian. Ja, und da wird er noch geportet. 42 gegen 37. Er hat hier seine Armee einfach hier stehen, so ungefähr. Hier wird noch was nachgebaut. Aber dieser Hero einfach alleine. Ich hab's dir vorhin gesagt, er kann wirklich ganze Armeen auseinandernehmen. Ja, und das macht er jetzt auch gerade ganz schön. Und als nächstes nimmt er sich hier den Archmage vor. Oh. Oder den Mountain King. Er nimmt beides einfach. Man sieht auch die Reichweite natürlich vom Ultimate unglaublich. Er geht auch nicht mehr kaputt.
So, was sehen wir jetzt hier? Die Expansion. Es müssten ein paar Arbeiter gebaut werden, aber es läuft auch so sehr gut jetzt hier gerade für den Markt. Hat hier wirklich auch mehr Supply. Hat nur mit den Demonter gerade im Fight. Und erreicht es einfach trotzdem. Hier stehen halt einfach mal. Ich eile mal mit 4 Bären. Okay, ich warte noch ein bisschen. Hier stehen auch noch 2 rum, also 6. Aber die Expansion. Also man sieht ja, halt. Er braucht sie ja eigentlich auch nicht mehr. Eigentlich könnte das GG schon kommen vom Jan. Also ich wüsste nicht, wie er sich davon nochmal erholen soll, oder? Ich glaube, also er muss ja wirklich schon den Demonter irgendwie kicken. Und das zu schaffen ist halt. Er macht halt diese Expansion alleine kaputt. Jetzt schickt er tatsächlich noch seine Bären. Nur 2 Stück? Doch, jetzt schickt er. Nimmt er sie einzeln oder was macht er da? Kommen 2 Dryaden noch mit hoch. Vielleicht sollte man ihm erklären, wenn man die Maustaste gedrückt hat, dass man so einen Rahmen ziehen kann um die Einheiten. Manchmal ganz praktisch. Jetzt sehen wir hier noch 2 Dryaden. Also es nähert sich so langsam sicher dem Ende. Weil jetzt der Demonter ist halt. Nein, jetzt wird er gebolted. Und da ist. Ja. Jetzt hat er ein Problem. Jetzt wird er surrounded. Jetzt hat er wirklich ein Problem. Jetzt muss er sich hier nochmal porten. Ja. Port sich raus. 63 gegen 43. Also Mark hat einen riesen Vorteil. Hier die Mine. Und was könnte denn der Jan jetzt überhaupt noch machen? Im Grunde genommen, ja, fällt nicht viel ein. Er muss einfach im Grunde einen Demonter kicken, sonst hat er keine Chance. Aber wenn der Demonter nicht fällt, sehe ich schwarz, rabenschwarz. Und jetzt muss der Mark eigentlich einfach nur noch Go machen. Dann ist das Ding eigentlich gelaufen. Hat jetzt hier seine Armee stehen. Was macht Mark? Also es wäre richtig bitter, wenn er jetzt hier nicht einfach das Ding A-Klick wirklich auf die Expansion abreißt, dann zu der Main, A-Klick und dann ist das Ding eigentlich vorbei. Ja, Mark aber hochkonzentriert. Aber er kriegt da nicht so viel mit. Er geht wirklich auf Nummer sicher. So, jetzt sollte er hochgehen. Ja. Geht hoch. Jan creept noch ein bisschen hier mit seinen 54 Supply. Hat sich mittlerweile Level 3 MK, aber es ist einfach Level 6 DH und fast Level 7. Also der hält einfach zu viel aus. Ja, und Mark geht hoch, begibt sich in die Base von Jan. Und ich bin sehr gespannt, ob er hier wirklich jetzt gleich in wenigen Sekunden mit dem Demonter das Spiel beenden kann. Baut auch nichts mehr, hat auch nicht mehr viel Gold, hat wirklich alles perfekt eingesetzt. Und jetzt kommt der Hüter, den wir vorhin angesprochen haben. Mhm. Der Hüter des Heinz, noch Keep of drauf, the Grove. Ich glaube, den werden wir nicht mehr im Einsatz sehen. Ah, nee, wenn er nur noch ganz minimal. So, jetzt muss er jetzt den Go starten. Und hier sehen wir die restlichen Bären. Es sollte jetzt zum großen Kampf kommen, zum großen Clash zwischen Mark und Jan. Jetzt kommen wir, sehen wir es hier. Die ersten Bären werden fokussiert. Schöner Stuff hier. Metamorph vom Demonter, Level 7. Der müsste jetzt gleich kommen. Hier fallen auch die ersten Breaker. Der nächste Bär muss etwas aufpassen. MK-Level 3 hier. Der muss wirklich jetzt hier sich zurückziehen. Hat das Townborn und zieht sich auch mit dem Townborn zurück in die Base. Fällt der nächste Breaker. 68 gegen 55. Arkmatch kriegt noch einige Hits ab. So, und jetzt geht's hoch, denke ich, zur Expansion. Ja, da hat der Jan sein Schicksal noch mal ein bisschen hinausgezögert. Ja. Wir sehen das hier, der Hüter kauft die berühmte Tantra-Taktik. Ja. Jetzt muss er eigentlich nur Go machen. Und dann ist das Spiel over. Ich denke, es entscheidet sich in den nächsten 1-2 Minuten. Wir sehen hier die 4 Dryaden. Gehen hoch. Und jetzt gibt's den Fight. Ja, und diese Expansion wird gleich Geschichte sein. Ich glaube nicht, dass Jan sich traut, da diesen Kampf zu nehmen. Wobei er hat 61 Supply, also ist nicht so wenig, was er hat. Ja, aber er hat die Units, weiß ich nicht, welche Units also, er da er hat einfach die schlechteren Units. Und Mark hat hier immer noch ein Ultimate, das er jederzeit, glaube ich, casten kann. Ja. Also jetzt hat er es auf jeden Fall wieder. Und jetzt sollte Mark einfach das Spiel mit nach Hause nehmen. Der Hüter ist jetzt auch da, hat sogar noch ein paar Items mitgebracht. Orb of Venom hat er auch noch. Ja, und Mark traut sich. 56 gegen 68. Und Jan schlägt zur letzten Stunde. Seine letzte Stunde hat geschlagen, muss man sagen. Denn diese Armee zu schlagen, da muss er sich wirklich was einfallen lassen. Jetzt braucht man sowas wie Ultimate Micro Skills. Ja. Und die hat er Jan nicht. Definitiv nicht. Zumindest im Essen hat er sie im aber. Essen, ja, wenn es um Prinzenrolle geht vielleicht. Ja. So, und ja, Mark frisst sich jetzt in die Gebäude rein mit 68 Blei. Zieht sich noch ein bisschen zurück, hat noch ein bisschen Respekt. Sieht, die Armee ist nicht so klein. Aber mit den Bären musste man sich nicht verstecken. So, und jetzt ist es soweit. Geh auf die Breaker, nimm den Fight. Ja, und da steht er richtig. Jetzt geht's auf die Breaker. Und die Bären, die fressen sich hier schon rein. Seht ihr, der schlägt natürlich richtig hart zu. Demonta muss in die Front, muss sein Metamorph jetzt nutzen. Metamorph geht bis da ganz vorne rein. Wo ist das Metamorph? Wo ist der Level 6 Skill? Portet nochmal einen Bären. Er nutzt es noch nicht mal. Also er könnte es natürlich durchaus nutzen. Wo ist es denn? Ich sehe es immer noch nicht. Tangle jetzt auf den Arc. Jetzt kommt der Level 6 Demonta, beziehungsweise Level 7 schon. Und der rockt die Bude. Chaos Damage macht er hier. Und der ist rasend schnell.
67 gegen 37 Supply. Jan holt alles raus, holt alles, was er hat, alles, was du gibst. MK hier stark geschwächt, Level 3, fast Level 4. Jetzt geht's auf die nächsten Rifleman. Die Bären hier, die werden immer wieder rausgestufft. Hüter auch schon Level 2,5. Ich glaube, es sind hier die fallen, die letzten Rifleman. Und ich glaube, das Ding ist gelaufen. Das hat auch jetzt Jan gleich einsehen müssen. MK und da fällt der Mountain King. Und das ist jetzt tatsächlich... Ja. Das GG, schätze ich mal. Ich denke auch, der Metamorph einfach der Shadow Stalker, Level 7, Demon Hunter, rockt hier alles weg. 20 gegen 75 Supply. Das Ding sollte einfach gelaufen sein. Nochmal ein Stuff, also Perfektionist, das muss man sagen, das hat der Marc heute wirklich alles richtig gemacht. Und hier kann nichts mehr anbrennen. Hat wirklich, glaube ich, alle Bären gerettet. Und wir sind hier auch eigentlich durch. Jetzt müsste eigentlich nur das DG kommen. Und es ist wirklich verloren. Deswegen, Jan, gib es zu, schreib das GG. Hier geht einfach gar nichts mehr. Ja, er will einfach nicht. Ja. Das ist jetzt so Bad Manner, würde man sagen, im Battle.net. Er will nicht hören. Er hat nichts mehr, außer einem Arc-Mage. Ja, mit dem läuft er auch noch weg. Ich verstehe es nicht. Ich mache mal ein nettes Smiley. Und ja, er läuft tatsächlich noch mit dem Arcmage weg und jetzt sagt er noch Männer, aber ja, ich würde sagen, er stinkt sauer. GG, Ding ist over, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Ja, was für ein Mensch. Wir reden gleich nochmal mit den beiden Spielern, bleibt dran, dann hört ihr die Statements von Marc und Jan. Gehen wir wieder da an den Sessel, oder? An die Sessel. Auf nichts mehr als auf meine Fresse. Ich glaube, wir freuen uns auf nichts mehr als auf die beiden Jungs, auf den kleinen Trash-Talk, den die uns jetzt hier noch liefern. Ja, wir haben leider nicht mehr viel Zeit, deshalb ganz kurz erstmal gleich zum Verlierer genau, des Abends, Jan zu. Muss man ja sagen. Hochmut kommt vor den Fall. Was sagst du dazu? Ja gut, also man muss jetzt eins klarstellen. Ja, bitte. Es ist nicht auf den ersten Blick alles so, wie es scheint. Nein. Naja, ich muss sagen, also erst wollte ich jetzt anfangen zu erzählen, dass ich ja mit Absicht verloren hätte. Stimmt natürlich nicht. Aber ich muss sagen, dass ich schon ein bisschen enttäuscht von mir selber bin, weil ich eigentlich erst und zweite Map, dritte Map habe ich einfach irgendwie versaut. Da dachte ich mir, bin ich schlau? Ich wusste ganz genau, was er macht. Mit so zwei AOW Hans und so. Ich dachte, ich bin schlau. Ich mache einfach gar keine Echse. Ich mache einfach Rifleman. Und ich dachte, gewinne hundertprozentig damit. Dann habe ich aber alles vertiming, verteilt. Naja, auf jeden Fall, erst und zweite Map war ich sowieso ein bisschen schlecht. Auf jeden Fall muss ich sagen, nachdem ich ihn halt zwei Jahre lang jetzt hier zum Also ein bisschen Mitleid hat er Sau gemacht. Nee. Also ich wollte schon gewinnen, aber jetzt im Nachhinein fühle ich mich nicht schlecht dabei, wenn ich verloren habe, weil ich sag mal, in anderthalb Jahren gönnt man doch jedem wenigstens ein Erfolgserlebnis. Marc. Also ich bin schwer zufrieden. Ich muss sagen, Jan wusste wohl anscheinend wirklich, was ich vorhatte. Ich war auch schwer erstaunt, dass er keine Fast Expansion eben gemacht hat und dann dachte ich.
schnell taggen. Und was soll ich noch sagen? Du hast meine Ex abgerissen. Ich dachte schon, die dritte Map, also die vierte Map ja sozusagen, da reißt du mir nochmal richtig schön den allerwertesten. Ich habe keine Ahnung, wo ich da verloren habe. Aber ich muss sagen, ich möchte noch ganz kurz meinen Sieg widmen. Ja, ich möchte meinen Eltern diesen Sieg widmen. Ja. Und jemanden, der nächste Woche Abitur schreibt. Ja, dankeschön. Und ach Gott, ey, das kann doch nicht mehr. Ah, wie einfach der allerbeste, allerbeste bin ja. Mann. Ganz, das ist ja, das ist richtig rührend, das ist richtig romantisch. Willst du deine Niederlage auch noch jemandem widmen? Nee. Nee? Gut. Ja, dann würde ich sagen. Ich habe hier so viele Siege gegen ihn davon, ich würde sagen, ich bin einfach der Geilste. Ich glaube, wir haben keine Zeit mehr, ne? Ja, wir haben nicht mehr viel, aber ich höre die Stimmen von anderen Menschen, die eigentlich nicht an mich gerichtet werden. Ich habe nur gerade einen Countdown gehört. Ich wollte auch gerade ganz weit ausholen. Auf einmal höre ich so auf seinem Ohr einen Countdown und denke mir so, scheiße, in einer Minute ist das Ende. Ich muss nochmal alles auf den Punkt bringen. Es wurde verstanden. Ich würde sagen, das war die allerletzte Ich soll's Elite-Sendung. Ich finde, das ist ein verdammt würdiger Abschluss. Wollt ihr euch nicht mal wenigstens zum Abschluss ein bisschen lieb haben? Habt ihr schon mal einen Handshake gegeben? Ich meine, so nach... So, hier, beide noch einen Hamburger. Oh nee, nicht jetzt noch so ein Ding. Ja, ja klar, haben wir extra für euch. Den Burger-Bash. So. Jan, also GG, ne? Ja, GG, ich meine, ich bin ein guter Verlierer und bin auch nicht sauer. Nee. Hast du noch was für die Zuschauer, für die Zukunft, für die schönen Sonntage, die ihr in Zukunft verbringt? Auf jeden Fall, ganz genau. Das war zwar unsere letzte Mittwochs- und Donnerstags-Sendung. Was machst du mit dem Burger da? Lass ihn noch mal reden, jetzt erzähl doch erstmal. Ja, also, war die letzte Mittwoch- und Donnerstag-Sendung, aber wir sind ja sonntags wieder da und ich bin mir sicher, dass ich sonntags auch noch doppelt und dreifach zurückschlagen werde. Auch auf verbaler Ebene bin ich ja hier meistens 3 bis 4 Ligen höher angesiedelt als die anderen Teilnehmer meiner Sendung. Deswegen schaut auf jeden Fall sonntags wieder zu, wenn wir dann wieder da sind nach der CeBIT. Richtig, oder diesen Sonntag. Und, nicht dabei, stimmt. Marc, noch ein paar Worte, wir haben noch ein paar Sekündchen. Ja, ich kann mich nur anschließen. Danke, dass ihr jeden Mittwoch und jeden Donnerstag höchstwahrscheinlich zugeschaut habt. Das müsste ich ja jetzt natürlich eigentlich in anderen Sprachen nennen, weil unser Publikum ja eigentlich international war. Ja, mehrere Milliarden haben zugeguckt und danke schön. Thank you for watching. Marc hat noch sau viel zu sagen, aber wenn ihr wollt, schaut sonntags zu, er ist für euch da mit Jan. Deswegen bis dahin. Macht's gut.